Jens. Hallo, herzlich willkommen zu unserer heutigen wissenschaftlichen Tagesschau. Heute Demokratie pur, Talkshow, Talkshow Demokratie pur, freie Argumente-Plattform. Und ich begrüße Sie heute zu dem ganz spannenden Thema Matriarchat. Unser Haupt- und Ehrengast ist heute Frau Dr. Heide Göttner-Abendroth, deren Arbeit wir schon seit Jahrzehnten verfolgen. Und ich darf sagen, im Weltrat und bei den Next Scientists for Future gibt es eine grundsätzliche, ganz große Offenheit für den Gedanken, dass der Mensch eigentlich ein durch und durch matriarchales Lebewesen ist, das aber aus unserer Sicht, also und ich darf sagen, ich glaub, bin davon fest überzeugt, denn das auch die Naturwissenschaft bestätigt das mittlerweile längst, ja. Wenn es auch nicht so offiziell gesagt wird, aber so unter der Hand wissen wir das eigentlich auch in der Naturwissenschaft. Also ich persönlich sehe das ganz persönlich so, dass in der Evolution, die Evolution vielleicht sogar in diesem Universum immer einen sehr unglücklichen Verlauf nimmt und dass wir halt eine Evolution hinter sich haben in Richtung eines bös, wie ich ihn nennen würde, bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus. Und dass der hat im Laufe der Jahrzehntausende das Matriarchale aus meiner Sicht immer weiter zurückgedrängt, bis auf wenige Reste. Und wir müssen die Politik so gestalten, wenn wir Politik, das Land und die Welt so reformieren, dass sie wieder konstruktiv und positiv wird und menschenfreundlich, dann rechne ich mit einer sanften, behutsamen Rückevolution in Richtung Matriarchat wieder. Ja? Gut, das ist mein persönlicher Standpunkt. Und jetzt vielleicht erst nochmal der Hinweis. Ich glaube, einige haben noch ihre Mikrofone nicht aus. Immer alle Mikrofone ausstellen, bitte. Irgendwo höre ich noch was, Geräusche, Herr Wagner, ja, sodass dann mein Mikro tut meistens nichts, aber jetzt sollte nur noch das Mikro von Frau Dr. Göttner-Abendroth aufmachen. Und ich habe hier eine Redezeituhr und die ist jetzt auf 25 Minuten gestellt. Frau Dr. Abendroth, führen Sie uns erstmal ein in Ihre jahrzehntelange Erfahrung zum Thema Matriarchat. Ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem Forum, die ich gerne angenommen habe. Ich komme mal gleich zur Sache, denn 25 Minuten ist nicht so lang. Der Begriff Matriarchat wird ja im Allgemeinen vollständig falsch verstanden. Wir kennen das grassierende Vorurteil von Frauenherrschaft, Mütterherrschaft und darauf wird ständig und ständig abgehoben, ohne überhaupt irgendwelche neueren Kenntnisse zum Thema zur Kenntnis nehmen zu wollen. Ich denke, das ist eine Immunisierungsstrategie, die wir in der Wissenschaft haben, auch in den Mainstream-Medien, um dieses Thema überhaupt nicht hochkommen zu lassen oder ernsthaft diskutieren zu lassen. Wie gesagt, ich habe mein Leben lang daran gearbeitet, diese Situation zu verändern. Denn wie Sie so freundlich gesagt haben, Dylan, es braucht dieses Wissen in unserer heutigen Zeit. Auch wenn es nach wie vor an den Rand geschoben wird, das wird aber nicht immer so bleiben. Ich will zuallererst etwas zum Begriff, also erstmal generell sagen, matriarchale Gesellschaften sind grundsätzlich egalitäre Gesellschaften. Das heißt, es beherrscht dort weder eine Clique, die Mehrheit der Leute, noch ein Geschlecht das andere, noch irgendeine akkumulierende Minderheit die anderen. Sie sind egalitär durch und durch. Das werde ich dann näher erläutern. Ich werde dann meist gefragt, wenn ich das so klipp und klar sage, ja, warum nennen Sie es dann Matriarchat? Ja, da steht dann schon bereits die falsche Interpretation des Wortes Matriarchat als Mütterherrschaft dahinter. Das ist aber auch linguistisch falsch. Denn die Schlusssilbe Matri heißt Mutter, Mütter und die Silbe Arche, he Arche, das ist griechisch, hat zwei Bedeutungen. Die Bedeutung Herrschaft und die Bedeutung Anfang können Sie in jedem griechischen Wörterbuch nachlesen. Das heißt, nach meiner Forschung, gemäß meiner Forschung nenne ich Matriarchat, bezeichne ich es deswegen als am Anfang die Mütter, am Beginn die Mütter. Und das hat nichts mit Mütterherrschaft zu tun. Dass dieses Wort Arche tatsächlich
Beginn heißt, sehen Sie zum Beispiel an solchen Begriffen wie Archäologie. Das ist die Lehre von den Anfängen, würde ja mal niemand übersetzen mit die Lehre von der Herrschaft. Oder Archetyp, der uranfängliche Typ, würde niemand übersetzen als Herrschaftstyp, nicht wahr? In solchen Bildungen sehen Sie, dass Arche auch Beginn und Anfang heißt. Darum übersetze ich Matriarchat mit am Anfang die Mütter. Beim Begriff Patriarchat sehe ich das anders, denn patriarchale Gesellschaften sind seit ihrer Entstehung Herrschaftsgesellschaften, Herrschaft von einer Minderheit von Männern über die Mehrheit der Männer, der anderen Männer und der Frauen. Das heißt, Patriarchat übersetzt man korrekt mit Herrschaft der Männer oder Herrschaft der Väter. Das trifft die Sache, wenn man es so formuliert. Das gleich am Anfang als Begriffsklärung. Gut, was ist ein Matriarchat? Ich habe in meiner jahrzehntelangen Forschung diese Gesellschaften versucht herauszufinden, und zwar am lebenden Beispiel. Es gibt eine Menge Literatur zu diesem Typus von Gesellschaften, die allerdings auch zum Teil kolonialistisch verzerrt ist oder auch aus einseitiger Perspektive. Das kann man aber sehr leicht kritisch durchschauen. Dann finden sich tatsächlich einige dieser Gesellschaften, die Muster beschreibe ich gleich, in den Kontinenten Ostasien, Südasien, Afrika, Nord- und Südamerika. Sie sind nicht mehr zu finden in Europa und Westasien. Das hat seine geschichtlichen Gründe. Ich habe diese Gesellschaften herausfinden können und habe sie dann analysiert, weil ich wissen wollte, was ist denn ihr gemeinsamer Nenner? Und was ihr gemeinsamer Nenner ist, das möchte ich Ihnen gleich beschreiben, denn das bildet die komplexe Definition von dem, was Matriarchat ist. Das war, wie gesagt, sehr viel Arbeit, jahrzehntelange Arbeit, wobei mir mein Hintergrund als Philosophin und Methodologin sehr zu Hilfe kam. Der half mir, in verschiedene kulturelle Disziplinen einzusteigen und zu sehen, was dort Sache ist. Ja, was sind Matriarchate? Also das ist jetzt die kürzeste Zusammenfassung von dem, was ihr gemeinsamer Nenner ist und wie sie definiert werden in der modernen Matriarchatsforschung. Ich beschreibe diese Gesellschaften jetzt auf den vier Ebenen, die in jeder Gesellschaft vorhanden sind, der ökonomischen Ebene, der sozialen Ebene, der politischen Ebene und der kulturellen Ebene. Ich mache jetzt keine Gliederung, was das erste oder das zweite oder dritte ist, das spielt jetzt keine Rolle. Das ist jetzt einfach nur eine Gliederung. Ich fange mit der sozialen Ebene an, denn da zeigen sie sich am allerdeutlichsten in ihrer Eigenart. Gut, die anderen Ebenen hängen damit zusammen, das werde ich gleich erläutern. Auf der sozialen Ebene haben wir die Erscheinung, dass sie in der Mutterlinie organisiert sind. Während wir bei patriarchalen Gesellschaften in der Regel die Vaterlinie haben und anderes mehr. Also es sind in der Mutterlinie organisiert. Das ist, und die Mutterlinie bedeutet nicht nur eine Verwandtschaftslinie, sondern zugleich eine Vererbungslinie und eine politische, hat politische Relevanz. Das heißt, die Mutterlinie ist nicht nur Vererbung, sondern das ist bei diesen Gesellschaften das Rückgrat der Gesellschaft. Sie sind nach der Mutterlinie, man nennt es Matrilinearität, organisiert. Das werde ich Ihnen gleich erläutern, was das heißt. Dann kommt hinzu, wenn etwas zu vererben gibt, das heißt, sie sind organisiert in Clans, in Großfamilien und Clans, in Sippen, nicht in Nuklearfamilie oder irgendwie anders. Und diese Sippen halten zusammen, sozial sind sie in der Mutterlinie, ist der Zusammenhalt läuft über die Mutterlinie. Das heißt, in einem Clanhaus, sie wohnen auch nicht in Einfamilienhäusern, sondern in Clanhäusern, in einem Clanhaus leben zusammen die älteste Frau, ihre Brüder, ihre Töchter und Söhne und ihre Enkelkinder beiderlei Geschlechts. Diese Leute sind in der Mutterlinie miteinander verwandt. Und der Zusammenhalt läuft unter ihnen, sie leben ihr Leben lang zusammen. Das heißt, die Töchter ziehen nicht weg,
Auch die Söhne ziehen im klassischen Fall nicht weg, sondern sie bleiben in der Mutterlinie verwandte Menschen bleiben im Mutterhaus in einem großen Clan- und Sippenhaus zusammenwohnen. Ja, dann fragt sich dann, wie finden denn jetzt die Kontakte zwischen den verschiedenen Clans statt? Also in einem Dorf oder einer Stadt leben mehrere solche Clans, die zum Teil enorme Größe annehmen können von mehreren tausend Personen. In einem Sippenhaus lebt meistens eine Linie von 20 Personen, 12 bis 20, 30 Personen, weil ein Haus ja nicht mehr fassen kann. Also Sie finden, die Kontakte zwischen den Sippen entstehen natürlich durch die gemeinsame, durch die Ökonomie, darauf komme ich gleich zu sprechen, jetzt bin ich erst beim Sozialen. Das heißt, die jungen Leute begegnen sich auf bestimmten Festen, aber die jungen Männer bleiben als Söhne der Mutter im Mutterhaus wohnen, aber sie gehen als Gäste zu Besuch ins Clanhaus ihrer Liebsten oder ihrer Gattinnen. Diese Gattinnen, sage ich mal, die Ehen dauern meistens nicht lang. Die erotischen Beziehungen sind frei und wechseln auch relativ oft. Das heißt, die jungen Männer gehen, man nennt das in der Ethnologie Besuchsehe, das ist ein seltsames Wort, weil es ja im Grunde gar keine Ehe ist, es ist eine Besuchsform der Liebe, gehen sie in das Clanhaus ihrer geliebten Frau, solange die Beziehung hält. Dort sind sie über Nacht zu Gast, tagsüber kehren sie zurück in das Mutterhaus, in dem sie Pflichten und Rechte haben. Im Clanhaus der Frau sind sie Gäste und haben dort keine Pflichten und keine Rechte. Auch nicht an den Kindern, was uns ja mal seltsam vorkommt, denn die Kinder gehören nach der Mutterlinie immer ins Haus der Mutter. Das heißt, die Kinder, die ein junger Mann zeugt bei seiner Geliebten, betrachtet er gar nicht als seine Kinder, sondern nach der Mutterlinie betrachtet er als seine mit ihm am nächsten verwandten Kinder, die denselben Clannamen tragen. Das sind die Kinder seiner Schwestern. Das sind seine Kinder. Für die sorgt er mit, für die hat er Pflichten und hat auch das Recht der Miterziehung. Während die biologischen Kinder im anderen Clanhaus, also biologische Vaterschaft ist in diesem Sinne unbekannt, darum nenne ich die Vaterschaft des Mannes an den Schwesternkindern die soziale Vaterschaft. Das sind aber unsere Begriffe, sie nennen das gar nicht so. Ja? Aber die biologische Vaterschaft im anderen Clanhaus interessiert ihn gar nicht, denn die Kinder dort tragen den Clannamen ihrer Mutter und gehören zum Clan von deren Mutter. Und deren Brüder betrachten diese Kinder wieder als ihnen zugehörige Kinder. Da müssen wir etwas umdenken, denn wir sind sehr gewohnt, in den Mustern der patriarchalen Kleinfamilie zu denken, wo das eben nicht so läuft. Diese Situation setzt Frauen als Mütter ins Zentrum der Gesellschaft. Und das ist sehr wichtig. Wenn ich sage, das Zentrum, hat das nichts zu tun mit Spitze. Zentrum ist der Mittelpunkt, von dem aus alles organisiert wird, zusammengehalten wird. Nun ist in einer matriarchalen Gesellschaft jede Frau eine Mutter, weil die jungen Frauen, die Kinder haben, die Kinder gemeinsam betreuen. Betrachten sie alle als ihre Kinder, samt ihren die Brüder betrachten sie auch als ihre Kinder. Und die Kinder nennen auch mehrere Schwestern Mutter. Ich habe das mal in einer hübschen Anekdote gehört, als ich darüber vortrug, stand ein junger Mann aus Westafrika auf von einem matriarchalen Volk und hat gesagt, wenn ich nach Hause komme, dann habe ich so viele Mütter, ich weiß gar nicht, wen ich zuerst begrüßen soll und wem ich zuerst Geschenke bringen soll. Das heißt, sie kennen die gemeinsame Mutterschaft und natürlich auch die gemeinsame soziale Vaterschaft der Brüder der jungen Frauen. Diese Gemeinsamkeit ist ein zentraler Punkt. Eine Gemeinsamkeit im Gemeinschaftssinn ist eine zentrale Eigenschaft bei diesen Menschen. Sie handeln gemeinsam und versuchen alles in Gemeinsamkeit und im Ausgleich miteinander zu lösen und zu finden. Die verschiedenen Clans sind untereinander dann durch solche, ich meine, wenn ein junger Mann eine junge Frau aus einem anderen Clan liebt, gibt es manchmal so pro forma eine kleine Ehezeremonie. Das hat aber nichts mit Hochzeit und Ehezeremonien, wie wir es kennen, zu tun, sondern es geht auch nicht um die beiden jungen Leute, sondern es geht um die Verbindung der beiden Clans. Zwei junge Leute, wenn sie sich vermählen, stehen praktisch für die Verbindung, die freundschaftliche Verbindung dieser beiden Clans. Wenn diese erste Ehe vorbei ist, können sie sich dann wählen, wen sie wollen. Die Verbindung der Clans bleibt trotzdem bestehen. Das heißt, auf diesem Weg versuchen sie, innerhalb einer Ortschaft, mag es ein Dorf sein oder einer Stadt,
eine Verwandtschaftsgesellschaft herzustellen, wo alle Clans miteinander versippt und verschwägert sind. Das heißt, in dieser Verwandtschaftsgesellschaft ist jeder irgendwie Bruder oder Schwester oder Mutter oder sozialer Vater für all die anderen. Das ist ein Arrangement, was diese Gesellschaft als eine horizontale, auf gleicher Ebene eine horizontale Verwandtschaftsgesellschaft aufbaut, die keinerlei Hierarchie kennt. Also das mal, darum nenne ich sie auf der sozialen Ebene eben horizontale Verwandtschaftsgesellschaften. Jetzt komme ich zur ökonomischen Ebene. Ist auch sehr interessant. Denn sie erwirtschaften, also ein Clan hat natürlich ein gewisses Clanland, was sie gemeinsam erwirtschaftet. Es gibt keinen Privatbesitz. Und man sagt, redet auch nicht von Clanbesitz in dem Sinne von Besitz, sondern das Clanhaus bauen halt die Männer des Clans gemeinsam auf. Darin wohnen alle. Das Clanland ist auch nicht fix. Es gibt die Regel, dass manchmal das Land wieder neu verteilt und neu ausgelost wird, weil vielleicht ein Clan ein etwas unfruchtbares Stück hat und der andere ein besseres, dann rotiert das. Das heißt, es wird gemeinschaftlich vom Clan bewirtschaftet und alles, was sie ernten, kommt in den Sippenschatz. Auch alles, was zum Beispiel Männer durch Handel oder durch Tagelöhnerarbeit auswärts verdienen, kommt in den Sippenschatz. Das Ganze, was sie verdienen oder haben, kommt in den gemeinsamen Schatz des Clans. Die Verwalterin und Hüterin des Clanschatzes ist die älteste Frau, die Matriarchin. Also die älteste Mutter, deren Nachkommen alle sind, die im Clanhaus leben. Wenn ich immer sage, sie hütet den, dann kommt meist die Frage, ja, was macht sie denn damit? Ja, allein macht sie gar nichts damit. Nichts. Sie sammelt es und hütet es. Und je nachdem, was gemeinsam entschieden wird im Clan, gibt sie das, verteilt sie das wieder und gibt sie es aus. Das heißt, sie hat nicht das Recht des Besitzes, sondern hat das Recht der gerechten und gleichen Verteilung des Clanschatzes. Das läuft im Alltag natürlich mit den Mahlzeiten und das, was die Individuen brauchen. Oder um das Recht, den Clanschatz auszuteilen, wenn gemeinsam beschlossen ist, wofür das gemacht wird. Das heißt, sie hat eine symbolische Rolle als Hüterin des Clanschatzes. Die Frauen haben auch eine symbolische Rolle als Hüterin des Clanhauses und des Clanlandes. Wenn ich manchmal sage, das gehört ihnen, müssen wir das nicht in unseren Besitzvokabeln verstehen, denn in dem Sinne gehört es ihnen nicht. Es gehört dem ganzen Clan. Aber sie hüten auch das Clanhaus und sie hüten das Clanland. Und in diesem Sinne vererbt die Matriarchin diese Güter an die ihre Nachfolgerin, eine Tochter, die von allen im Clan als ihre Nachfolgerin gewählt wird. Es gibt da verschiedene Regeln. In manchen Gesellschaften ist es die älteste Tochter, in manchen die jüngsten und in manchen ist es die gewählte Tochter. Da gibt es ganz verschiedene Regeln. Sie ist dann die Hüterin des Ganzen, des Clanlandes, des Clanhauses und des Sippenschatzes, den sie nicht besitzt. Das heißt, man erbt auch nicht privat, weil man keinen Privatbesitz hat. Das wichtig, interessant ist jetzt, das ist die Ökonomie des Clans. Die Ökonomie innerhalb einer Ortschaft handhaben sie so. Es kann ja durch günstige Ernten ein Clan mal etwas mehr Güter haben und ein anderer durch Missernten etwas weniger oder auch durch Handel oder irgendwas, was sie sonst noch herstellen und weitergeben auf den lokalen Märkten, kann der eine Clan begünstigt sein und der andere vielleicht nicht. Da haben sie eine wunderbare Methode, Ökonomie immer auszugleichen. Und zwar haben sie im Laufe des Jahres, des agrarischen Jahreskreises, zahlreiche Feste, der Aussaat, der Ernte und sonst noch was und sonst noch was. Und bei diesen Festen feiert das ganze Dorf. Und der Clan, der gerade am wohlhabendsten ist, wird eingeladen, die Ehre zu haben, jetzt das ganze Dorf einzuladen. Das machen sie. Dem Clan, dem es am besten geht, er lädt die ganze Dorfgemeinschaft ein und verausgabt sich mit gutem Essen, mit Trinken, mit allem, was dazugehört, um ein schönes Fest zu feiern. Nach diesem Fest ist der betreffende Clan natürlich etwas ärmer als vorher, aber er hat etwas ganz Wichtiges gewonnen. Er hat Ehre gewonnen. Ehre heißt im matriarchalen Kontext, er wird geehrt für prosoziales Verhalten. Wenn es diesem Clan irgendwann mal schlechter geht, wird er immer von den anderen Hilfe haben. Gut, und beim nächsten Fest wird der nächste wohlhabende Clan eingeladen, sich zu verausgaben für alle. Und auf diese Weise sind die Güter in der Ortschaft, sei es klein oder größer, immer im Kreislauf, immer im Umlauf, sodass sie nirgendwo gehortet werden können. Es gibt keine Akkumulation in der Gesellschaft. Denn die Regel heißt, wer hat, der gibt.
In den patriarchalen Gesellschaften ist es meist so, wer hat, der nimmt sich noch mehr und behält es natürlich. Das ist genau das Gegenteil. Das heißt, dieses sehr ausgeklügelte ökonomische System, was alle unterstützt und Güter immer wieder gleich verteilt, nenne ich eine ökonomische Ausgleichsgesellschaft. Deswegen, wenn Sie matriarchale Gesellschaften auch heute besuchen, da finden Sie, dass es allen im Allgemeinen, in den elementaren Dingen gut geht. Gutes Essen, schöne Kleidung, angenehme Häuser. Es ist niemand reich und es ist niemand arm und alle haben ein ausgeglichenes Wohlleben. Das ist das Ziel bei dieser Art von Ökonomie. Und die wird bewusst so gehandhabt. Denn wenn es da Verstöße gibt, wird das sofort durch bestimmte soziale Regeln geahndet. Gut, deswegen nenne ich matriarchale Gesellschaften auf der Ebene der Ökonomie Ausgleichsgesellschaften, ökonomische Ausgleichsgesellschaften. Gut, lassen Sie uns mal zur Politik kommen. Wie machen Sie denn Ihre Politik? Die Politik folgt der Verwandtschaftslinie. Das heißt natürlich im Clanrat, und Politik ist grundsätzlich basiert auf Konsensus. Das heißt Einstimmigkeit in allen Entscheidungen. Im Clanrat beraten Sie im Clanhaus so lange, bis Sie Einstimmigkeit gefunden haben über etwas. Das beraten Frauen und Männer gemeinsam, bis Sie Einstimmigkeit gefunden haben. Dies und dies wird getätigt und dann wird dafür der Clanschatz gebraucht. Im Dorf, also nehmen wir mal an, in einem Dorf wohnen 4 oder 8 oder 16 große Clans, läuft es so, dass zuallererst die Politik für ein Problem, was das Dorf betrifft, die Politik in den Clanhäusern beraten wird. Dann werden von jedem Clan Delegierte in den Dorfrat geschickt. Das sind dann meistens angesehene Männer. Meist der älteste Bruder der Matriarchin hat eine sehr angesehene Position, weil er den Clan nach außen vertritt. Sie werden in den Dorfrat geschickt, aber nicht um dort praktisch also in einem höheren Gremium Entscheidungen zu fällen, sondern um zu informieren, was die einzelnen Clanhäuser beraten haben. Sie sind nur Speaker, Sprecher, keine Entscheidungsträger. Stellen Sie fest, die Clanhäuser sind sich bereits einig zu dem Problem, ist die Sache erledigt. Stellen Sie fest, sie sind sich nicht einig, geht jeder Sprecher des Clans zurück ins Clanhaus, informiert dort, wie es im Dorf steht, und dann wird weiter beraten in den Clanhäusern. Das heißt, die Delegierten im Dorfrat gehen so lange hin und her als Informationsträger, bis die Einstimmigkeit im ganzen Ort, in der ganzen Ortschaft erreicht ist. Gut, jetzt schauen wir uns das mal auf der regionalen Ebene an. Da wird es komplexer, komplexer, aber niemals hierarchisch. Da werden von den einzelnen Ortschaften jetzt gewählte Sprecher, das sind dann in der Regel Männer, weil sie den meisten weiteren Weg haben in der Region, zum regionalen Rat geschickt. Die haben aber auch weiter nichts dort zu tun, als die Informationen auszutauschen, was in den einzelnen Ortschaften beraten und bestimmt worden ist. Stellen Sie fest, die sind sich noch nicht einig, kehren Sie zurück in die Ortschaften. In den Ortschaften informieren Sie den Dorfrat und die kehren zurück in die Clanhäuser. Und in den Clanhäusern wird dann weiter beraten. Das heißt, alle Politik, die passiert in matriarchalen Gesellschaften, kommt von unten, von den Clanhäusern, wo alle leben. Frauen und Männer und die Jugendlichen und die Alten, die entscheiden alle mit. Und die anderen sind lediglich Informationsträger um das ganze System. Es ist ein System von Räten. Sehr raffiniert und sehr gut ausgeklügeltes System. Diese Räte, die ineinander spielen, sodass diese Basisentscheidung, ich nenne es manchmal diese Basisdemokratie, auch gut funktioniert. Darum nenne ich, Sie sehen, bei diesem politischen Muster, ich nenne sie egalitäre Konsensgesellschaften, bei diesem politischen Muster kann niemand jemand anderen beherrschen. Weder ein Einzelner die anderen, noch eine Clique die anderen, noch ein Geschlecht die anderen. Weil sie alle gemeinsam beraten, in den Clanhäusern, wo sie ihr Leben lang wohnen, sich untereinander kennen, Vertrauen haben. Und dann wird die Politik immer wieder als Information weitergegeben und kehrt zu ihnen zurück, bis die ganze Gesellschaft, Gemeinschaft, Gesellschaft muss ich jetzt sagen, auf regionaler Ebene Einstimmigkeit gefunden hat. Uns scheint das kompliziert zu sein, das ist es für sie aber gar nicht. Denn sie sind sehr kommunikativ, sie haben eine hohe kommunikative Kompetenz. Sind darauf geübt, zu hören, was die anderen sagen, genau zuzuhören und dann miteinander zu sprechen und kreative Lösungen zu suchen. Diese Politik ist äußerst kreativ und gemeinschaftlich orientiert. Sie wollen ja etwas gemeinschaftlich erreichen. Das ist bei Ihnen auch so, wenn alle einer Meinung sind und hat jemand trotzdem noch was dagegen, dann sagen Sie nicht, ach, das ist der Störenfried oder die Störenfrieda. Nein, dann sagen Sie, aha,
Da hat jemand noch eine Perspektive, die haben wir vielleicht übersehen, die wollen wir jetzt ganz genau hören. Das heißt, jede Perspektive, die eingebracht wird, ist wichtig, sodass aus vielen verschiedenen Perspektiven und unterschiedlichem Wissen ein Ganzes entsteht. Das ist diese Konsenspolitik. Ich denke, das ist wirklich eine politische Kunst. Gut, nun komme ich noch zur kulturellen Ebene. Das ist die religiöse, also das Wort Religion brauche ich nicht gern, aber ich sage es jetzt mal so, auf der kulturellen Ebene, das macht, ist, was ihren Glauben betrifft. Das heißt, sie glauben nicht an irgendwelche transzendenten Wesen, sei es ein Vatergott oder irgendeine transzendente Muttergöttin, das gibt es bei ihnen nicht. Sondern die gesamte Welt mit allen Elementen, Wesen, Lebensvorgängen, alles, was darin ist, ist für sie göttlich. Das heißt, in ihren Festen, in ihren religiösen Festen feiern sie nicht, auch nicht irgendwelchen transzendenten Gott oder eine transzendente Göttin. Sie feiern das, was da ist. Sie feiern die Lebensstadien, sie feiern das agrarische Jahr, sie feiern die verschiedenen Gruppen in ihrer Gesellschaft, mal den einen Clan, mal den anderen, mal die jungen Frauen, mal die Mädchen, mal die Knaben, mal die Männer. Sie feiern das, was ist, das, was den ganzen Lebensstrom ausmacht. Das heißt, Göttlichkeit ist bei ihnen immanent. Und wenn wir von Göttin reden, dann sagen, würden sie das Wort gar nicht brauchen. Wir brauchen das als Parallelität zu dem Wort Gott. Für sie sind diese Bilder von Göttinnen sind im Grunde personifizierte Kräfte. Personifizierte Kräfte in der Natur und auch personifizierte Kräfte im Menschen. Das sind für sie diese Erscheinungen, die sie dann auch in ihren Mythen und Mythologien erzählen. In ihren Festen gibt es auch niemanden, der das vormacht, sondern sie kennen die Rituale alle miteinander, sie feiern die gemeinsam. Und diese Feste können manchmal wirklich großartig sein. Die Regie führt nicht jemand, die kennen sie. Können Sie sich so ähnlich vorstellen wie eine Fiesta in Spanien, wo jeder auch weiß, was dann irgendwie so kommt und wie die Gruppen alle auftreten? So können Sie sich das vorstellen. Sie haben Ihre Traditionen, wie das aussieht, und das wird gefeiert, gemeinschaftlich, mit sehr schönen Gestaltungen zum Teil. Noch etwas zu Ihrem Glauben. Sie haben einen grundsätzlichen Wiedergeburtsglauben. Das heißt, zum Clan gehören nicht nur die Lebenden, sondern auch die Verstorbenen, die Ahnen und die Ahnen. Und die Ahnen und die Ahnen leben nach ihrer Vorstellung in der Anderswelt weiter. Die Anderswelt wird manchmal so ähnlich vorgestellt wie die Diesseitswelt, sehr lustvoll und freudig. Und wenn es die Ahnen und Ahnen wünschen, können sie wiederkehren. Und zwar kehrt ein Ahnenwesen als Kind im selben Clan wieder, in dem es vorher gelebt hat. Das heißt, der Wiedergeburtsglaube ist sehr konkret. Das ist nicht so eine verblasene Wiedergeburtsseelenwanderung, sondern Kinder sind im Grunde wiedergeborene Ahnen und Ahnen. Deswegen sind Kinder für sie etwas Heiliges. Sie sind die wiedergeborenen Ahnen und Ahnen. Das heißt, jeder Mensch ist davon überzeugt, das Leben ist eine Phase, der Tod ist ein Tor in die andere Welt. Dort lebt man als Ahn oder Ahnin weiter, schenkt seinen Segen dem Leben und kann, wenn Ahnin oder Ahn will, wiederkehren in denselben Clan. Das heißt, auch dieser Wiedergeburtsglaube ist sehr, sehr bodenständig und sehr konkret. Das lesen Sie an der Natur ab, so wie Sie sich die Natur eben vorstellen. Sie sehen, dass jeden Frühling die Pflanzen wiederkehren, die im Herbst gestorben sind. Sie betrachten das auch an den Gestirnen am Himmel, die Sonne kehrt wieder nach ihrem Untergang. Der Mond, der verschwindet, kehrt wieder und verschwindet wieder. Das sind für sie Symbole und Metaphern für den Wiedergeburtsglauben, der für sie sehr konkret ist. Das heißt, er betrifft auch nicht nur die Menschen, sondern auch die Pflanzen kehren wiedergeboren wieder, auch die Tierkinder kehren wiedergeboren wieder. Es betrifft die ganze Welt. Soweit dies. Gut. Wie viele Minuten habe ich noch, Dylan? Ja, die Zeit ist um, schon seit 2, 3 Minuten. Das Aber gibt es noch was ganz brennend Wichtiges? Ja, ich will noch ein paar Sätze sagen zu dem, was die moderne Matriarchatsforschung ist. Ich habe Ihnen jetzt vorgestellt, was matriarchale Gesellschaften sind. Das herauszufinden, ist eine Arbeit der modernen Matriarchatsforschung. Die moderne Matriarchatsforschung unterscheidet sich von der traditionellen, indem sie mit einer konkreten Definition über konkrete Gesellschaften arbeitet und nicht irgendwelche verblasenen Begriffe von Matriarchat und Frauen und sonst was hat, was wir alles in der traditionellen Matriarchatsforschung finden. Das heißt, ich habe
diese Definition erarbeitet als eine wissenschaftliche Definition. Ich habe eine Methode, Methodologie entwickelt für die moderne Matrix-Herzforschung und ich gebe genau an, was alles darunter fällt. Das sind die Grundbedingungen, überhaupt ein neues Wissenschaftsgebiet wissenschaftlich aufzubauen. Das alles fehlt in der traditionellen Matrix-Herzforschung seit Bachofen und Morgan. Da schwimmt man herum und weiß nicht, wie man das benennen soll, was man gefunden hat. Meistens kommen noch Vorurteile und männliche Probleme mit dem Selbstwertgefühl dazwischen. Da wimmelt es von Ideologie. Das ist das, was mich immer gestört hat. Darum habe ich bereits in jungen Jahren, als Philosophy of Science, ich habe Wissenschaftsphilosophie studiert, begonnen, das Thema, mich des Themas anzunehmen und mir die Mühe gegeben, das auf eine methodische, sachliche und wissenschaftliche Basis zu stellen. Das wollte ich noch kurz sagen. Mit Methodologie will ich Sie nicht langweilen. Das ist es. Diese paar Bemerkungen waren mir aber noch wichtig. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Und ich mache jetzt eine ultra kurze Zusammenfassung und versuche auch, dass wir auf eine ähnliche Sprachebene kommen und stelle zum Beispiel so Dinge klar, wie wenn Sie von matriarchalen Clans reden, wir reden sehr oft von Kommune, meinen aber im Prinzip das Gleiche. Das als erster Hinweis für uns von der Sprachregelung her, weil uns wird garantiert das Wort Kommune immer wieder rausrutschen. Und dann, man muss sich das mal klar machen, was Frau Dr. Göttner-Abendroth uns jetzt gesagt hat. Das ist eine hochsoziale Gesellschaft. Also vom Empfinden des Aufgehobenseins und Geborgenseins und des mitmenschlichen Kontaktes sozusagen genau das Gegenteil von dem Trend, den wir ja seit Jahrhunderten hier beobachten, den Trend hin zum einsamen, unglücklichen, kaufsüchtigen, konsumsüchtigen, shoppingsüchtigen, alkoholsüchtigen, zigarettensüchtigen, medikamentensüchtigen, drogensüchtigen Single. Auf dem Weg befinden wir uns ja. Wir sind also, wir leben nicht mehr in Clans und Kommunen, geschweige denn in Großfamilien, noch nicht mal mehr in Kleinfamilien, ganz viele alleinerziehende Mütter und ganz viele Singles und so weiter, ja. Und wenn zwei Leute zusammen sind, ist das schon das Höchste der Gefühle. Und dann langweilen die sich relativ sehr schnell sexuell, denn sie haben es ja angedeutet, dass die Besuchsehen besser Besuchslieben genannt werden. Das war mir neu, dass sie das jetzt so ein bisschen offener formulieren. Denn das ist quasi so, dass der Mensch aus unserer Sicht genetisch nicht gebaut ist, für lebenslang sich mit demselben Partner sexuell zu Tode zu langweilen sozusagen, sondern dass es eben wirklich wie bei der Besuchsliebe sozusagen nicht unendlich lange dauert. Wobei wir in unserem Konzept schon von lebenslangen Vorstellungen ausgehen, aber auch die sind eben nicht exklusiv, sondern inklusiv. Ich erinnere mich an den Bericht über das Volk der Mosu, wo ich in Erinnerung habe, dass die Männer übers Jahr hinaus in der Besuchsliebe circa 70 verschiedene Frauen der Region besuchen. Und das ist nicht richtig, nein, nein. nicht richtig. Das ist sehr übertrieben. Das ist Übertrieben. Vielleicht, ja, das ist übertrieben. Ja gut, dann aber eine bestimmte Zahl an Frauen besuchen in der Region und die Frauen von verschiedenen Männern Besuche erhalten im Rahmen Ja, ich dieser würde dazu Besuchsliebe. gerne kurz etwas sagen, denn das ist so eine falsche, entschuldigen Sie, ich weiß nicht, woher Sie es haben, aber es ist eine falsche Ah, von Darstellung. Phoenix, Sender Ja, ja, Phoenix. ja, bitte. Die beschäftigen sich ja mit ihren eigenen Wunschvorstellungen und weniger mit der Forschung. Ich habe ja selbst bei den Mosoo geforscht, ich war ja dort und wir haben die jungen Frauen und auch die jungen Männer befragt nach ihrem System, nachdem wir Vertrauen gewonnen hatten, das kann man nicht einfach so. Da haben die jungen Frauen gesagt, das kommt ganz darauf an, wie lange die Liebe dauert. Bei manchen dauert die Liebe jahrelang. Dann hat sie jahrelang einen Partner und der Partner besucht sie auch immer wieder. Bei manchen dauert es ein paar Monate, bei manchen ein paar Wochen. Niemand hat den Ehrgeiz, möglichst viele Partner oder Partnerinnen zu haben, sondern sie machen es abhängig davon, wie lange die Liebe dauert. Das ist das Kriterium. Das halte ich für wichtig zu sagen. Ja, genau. Das ist ja dann nochmal eine gute Ergänzung, denn ich habe das dann vielleicht ein bisschen falsch behalten. Was mir aber noch wichtig war aus dem Bericht von Phoenix, war eben,
dass dann da zum ersten Mal die kannten quasi, die haben sich nie mit eifersüchtigen Gedanken beschäftigt, angeblich. Und dann kam der Fernseher in den Clan rein und plötzlich fingen die Kinder an, eifersüchtige Gedanken zu formulieren. Und ist das denn ungefähr realistisch? Wissen Sie, ich weiß nicht, auf welche Sendung Sie sich beziehen. Ich kenne etliche Sendungen zu den Mosel und anderen. Das ist alles so tendenziös und so zum Teil auch unseriös, muss ich klar sagen. Das sage ich jetzt deutlich, weil ich dort geforscht habe, mit den Menschen im Dialog war und auch sie respektiert habe in dem, was sie mir gesagt haben und nicht meine westlichen Vorstellungen auf sie projizierte. Können Sie das nochmal wiederholen, eben, Naja, die da Frage, wurde das nur war. geschildert bei Phoenix, dass da also Ja. ein Fernseher in die Ja, gut. Gemeinschaft kam und dadurch unsere kapitalistischen patriarchalen Werte und So plötzlich die schnell ging Kinder das nicht. anfingen, von Eifersucht zu sprechen zum ersten Mal, während man früher eher über eifersüchtige Gedanken eher gelächelt hätte. So wurde es Also, dargestellt. ja, das ist ziemlich falsch. Ja, entschuldigen Sie meine Deutlichkeit, aber ich forsche schon lange dazu. Es ist so, wir haben auch diese jungen Leute dort befragt, was Eifersucht ist. Und ich weiß es auch von anderen Ethnien. Ich bin mit vielen Menschen aus diesen Ethnien in Kontakt. Eifersucht zum Beispiel ist verpönt, weil Eifersucht zeigt, so einen Besitzanspruch an einem anderen Menschen ausdrückt. Und das ist verpönt. Ja? Dann haben wir auch die jungen Frauen eindringlicher gefragt, wenn nun eine denselben Mann liebt und einladen möchte, ob da nicht Eifersucht entsteht. Und dann sagten sie im Brustton der Überzeugung, ich werde mich doch nicht mit meiner Schwester wegen einem Mann streiten. Nicht? Das drückt es auch aus. Oder wir haben dann auch die Situation erfragt, wenn jetzt zwei Männer eine Ich Frau darf nur lieben, was kurz passiert unterbrechen, das ist aber jetzt kein Gegensatz. Genauso habe ich es auch verstanden. dann? Das Besondere Ja. war nur, dass die Kinder, die ja eigentlich auch nie Ja, ich komme eifersüchtig gleich gedacht drauf. haben, Lassen Sie mich doch ja. bitte auch. Ich komme gleich drauf. Dann haben wir gefragt, jetzt geht es um das Thema Eifersucht. Was ist, wenn zwei Männer eine Frau lieben? Da haben sie gesagt, das spielt keine Rolle, denn die Frau ist die Wählende. Sie wählt doch. Der Mann wählt nicht in matriarchalen Gesellschaften, wählen die Frauen den Partner. Und dann diese Geschichte mit dem Fernseher. Also, ich muss sagen, als wir dort waren, kam bereits das auf mit Fernsehern. Dann hockten dann einige junge Leute da vor dem einzigen Fernseher im Dorf, haben sich die Welt angeguckt und waren da sehr interessiert daran, aber sie haben sie zum großen Teil gar nicht verstanden, was da abgeht. Das heißt, durch den Fernseher allein und was da vorgeführt wird, verändert sich nicht eine matriarchale Gesellschaft in ihren Strukturen. Das braucht ganz andere Dinge. Wahrscheinlich haben sie nur sich gewundert, wieso die Leute im Fernsehen sich so eigentümlich verhalten. Von Eifersucht war da nichts zu sehen, auch nicht die Rede davon. Ja, nee, es war nur die Überlegung, dass für uns ist ja immer Trotzdem, interessant, ja. wie patriarchales Denken vielleicht versucht einzudringen in die Kulturen. Ja. Und aber Patriarchale kommen über andere Geschichten da ja, rein. aber ich mache mal kurz, nur ganz kurz, weil wir sind ja dabei, die Runde zu eröffnen, nur meine Kurzüberblickszusammenfassung fertig. Also ich mache noch mal klar, der Onkel ist also im Erleben der Kinder der wichtigste Vater quasi, die Vaterfigur irgendwo, Ja, wenn überhaupt, ja. Mutterbrüder haben sie es ja auch früher genannt, gell? Der meist Onkel ist Mutter. quasi statt des Vaters und dann und die wichtigen Onkels, haben sie ja richtig gesagt, sind dann da eben die Sprecher sozusagen, die den Clan nach außen hin vertreten. Und so, das war auch schon meine Zusammenfassung. Und jetzt beginnen wir die kontroverse Diskussion, indem ich jetzt mal sage, denn mein Arbeitsschwerpunkt heißt Urmatriarchat. Ja? Und ich mache jetzt mal deutlich, welche minimalen Unterschiede da sind. Also sozusagen, ich halte das Matriarchat für eine tausendmal. Also jetzt stelle ich mal meine Uhr an und Herr Wagner macht sich bereit, weil er ist dann als Nächster dran. Ja? Also. Für mich ist das, was Sie vom Matriarchat geschildert haben, was ich auch von Ihrem Buch kenne und so weiter, schon eine extrem glückliche Gesellschaft verglichen mit dem Elend, mit dem wir uns hier rumschlagen müssen, aus meiner Sicht. Ja?
Wir sind halt im Weltrat, haben wir sehr viele Naturwissenschaftler und haben eine sehr naturwissenschaftliche Basis. Und wir beziehen uns auf einen Matriarchatsforscher wider Willen, den Professor Franz de Waal, dem es überhaupt nicht gepasst hat, dass er sozusagen bei der Analyse der Bonobos, bei denen man davon ausgehen muss, dass sie von der sozialen Intelligenz uns ähnlicher sind, während die gemeinen Schimpansen uns auch sehr, sehr ähnlich sind. Aber die gesamte soziale Intelligenz, die Fähigkeit zur Kooperation, ist bei den Bonobos viel höher ausgeprägt, und die leben sozusagen nochmal ganz, ganz anders. Eigentlich ist der einzige Unterschied zwischen dem Bonobo, ich nenne es immer den urmatriarchalen, pazifistischen, also Professor Franz de Waal hat ganz entsetzt gesagt, ja, die praktizieren ja Make Love Not War und das funktioniert auch noch und das sind ja irgendwie matriarchale Hippie-Affen und so weiter. Und er war da, glaube ich, gar nicht glücklich, dass er das berichten musste von der Beobachtung der Bonobos. Und denn er selbst war eher patriarchal gestimmt, sozusagen. Ja? Und dann haben wir ganz viele Hinweise, zum Beispiel von Professor Friedemann Schrenk, dem berühmtesten Paläoanthropologen Deutschlands oder Paläobiologe wird er auch manchmal genannt, der eben uns berichtet hat, die wichtigste Information überhaupt zum Thema Matriarchalität in der Evolution. Er hat berichtet, dass spätestens vor 4 Millionen Jahren wir unsere gorillamäßigen Eckzähne verloren haben. Vorher waren wir offensichtlich auch eher tendenziell haremsorientiert oder monogamieorientiert und brauchten sozusagen große Eckzähne für den Rivalenkampf. Der Gorilla zum Beispiel jagt ja überhaupt nicht. Der hat die Eckzähne nur für den potenziellen Rivalenkampf, wo er sozusagen versucht, seine Weibchen, seine Frauen zu monopolisieren für sich mit Gewalt im Zweifelsfalle. Man kennt das King-Kong-artige Gebaren. Er hat auch er ist doppelt so schwer wie die Frau, weil er eben diese typischen Eigenschaften, die kennt man ja auch vom Hirsch oder vom Elefanten, dass die Männer so gewaltig viel größer sind, um im Rivalenkampf die Konkurrenz auszustechen. So viel zu meinen ersten 3 Minuten. Ich werde eben auch nochmal dann, wenn die Fragen jetzt kommen, dann nachher Herrn Wagner, auch dann immer bei der Beantwortung der Fragen nochmal klarstellen. Sozusagen, ich sehe also die Rückentwicklungsmöglichkeit durch unsere politischen Reformen, jetzt sind wir bei der Parteipolitik, dass wir uns zurückentwickeln im positiven Sinne Richtung Matriarchat und vielleicht sogar manche sogar in Richtung Urmatriarchat. Ja? Also Herr Wagner, jetzt Ihr erstes Anfangsstatement, auch ruhig mit den Unterschiedlichkeiten, die Sie zu Frau Dr. Göttner-Abendroths Bericht sehen. Ja, danke schön. Also ich bedanke mich erstmal für den sehr informativen Vortrag, der mir wieder einige Facetten da vor Augen gestellt hat, die ich für sehr wertvoll halte, an diesen frühen Lebensformen auch. Mein Blick auf alles, kann man sagen, ist geleitet von der Frage, wie kommen wir Menschen zu einem tragfähigen Verantwortungskonsens, einer gemeinsamen Verantwortlichkeit, global denken, lokal handeln. Und da bin ich mit 13 Jahren eben zugekommen, als ich mir überlegt habe, was ist der Sinn meines Lebens, habe gesehen, viele Menschen um mich herum leben für Dinge, die ich sehr unwichtig finden würde. Und habe dann gesagt, ich will das Wichtigste herausfinden, ich will da meinen Kurs im Leben finden. Und das Leitmotiv war seitdem eben immer auf die jeweils wichtigste Frage die bestbegründbare Antwort suchen. Und dann bin ich ganz kurz gesagt eben zu dem Konzept gekommen, dass wir Menschen als denkende Tiere oder denkende Wesen uns in diesem gemeinsamen Suchen nach dem insgesamt Sinnvollen oder für alle Verantwortlichen uns verbinden müssten. Also im Prinzip auch das, was in Artikel 1 der Menschenrechte steht. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollten einander im Geiste der Geschwisterlichkeit begegnen. Und die Suche danach ist das, was mich beseelt und ich unterscheide mich dann von diesen
Berichten oder Sachverhalten auch jetzt der frühen Menschheit, dass ich sage, es muss nicht das Einzige sein. Also ich kann mir auch Gesinnungsgemeinschaften oder Kommunegestalten vorstellen, die sehr variabel sind, die auch kreativ und künstlerisch ganz neue Formen ausprobieren können. Aber das ganz, ganz Wichtige, was ich aus diesen Forschungsergebnissen auch nehme, ist, dass wir sagen können, man kann nicht behaupten, dass das nicht menschengemäß ist. Es ist eine Möglichkeit des Menschseins. Es ist etwas, was ganz tief in uns steckt, auch in den sozialen Wurzeln, die wir haben, dass wir Menschen fähig sind zu diesem menschheitsgeschwisterlich teilenden Leben, dass wir Konsensgemeinschaften miteinander bilden, dass wir so den Ausgleich unter allen suchen, das prosoziale Verhalten zur Basis machen wollen. Also weil viele ja sagen, der Mensch ist egoistisch oder die Gene und die Instinkte sind, wer weiß wie. Und auch heute, das geht alles nicht mehr. Ich glaube, es ist ganz wertvoll, uns ins Bewusstsein zu rufen. Das sind ganz tiefe Wurzeln in uns, zumindest die Möglichkeit, dass wir so friedlich und teilend und verantwortlich fürs Ganze uns orientieren können und leben können. Ja, vielen Dank. Und jetzt haben wir insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Personen, die jetzt dran sind mit Fragen. Wer möchte als erster sozusagen sein Kurzstatement und seine Frage stellen? Zu Wort melden, dürfte ich vielleicht zu Ihnen, Dylan, und zum Herrn Wagner kurz etwas sagen? Ja, das sollten Sie aber schon packen. Also wir nehmen jetzt nur eine Frage auf und Sie packen das dann mit. Vielleicht ist ja, ich meine, ich kann nicht gleichzeitig fragen. Ich würde gerne, wenn gefragt wird oder wenn Sie etwas vorstellen, unmittelbar dazu Stellung nehmen. Ja, geht das? Nee, das Problem ist jetzt sonst, wir wollen jetzt mal die hören, was die fünf sagen. Und wir alle, jetzt stehen alle dann immer vor dem Problem, dass wir natürlich auch so ein bisschen auf das eingehen, was der jeweilige andere Experte gesagt hat. Aber dass wir auf der anderen Seite eben auch die Frage vielleicht kurz beantworten. Manchmal ist es ja nur eine sehr kurze Frage. Also wer hat denn irgendwas, was ihn interessiert? Und zwar wirklich, heute soll es ja wirklich darum gehen, was einen von Herzen her wirklich interessiert, so Lebensfrage, Grundweg und so weiter. Ja, wer möchte sozusagen als erster fragen? Auch Gela, ich hoffe, Sie hören mich gut. Ja, ja, wer jetzt, haben Sie eine Frage? Noch nicht. Frau Mesli, wie sieht es bei Ihnen aus? Schon eine erste Frage. Frau Russos? Noch nicht. Jana? Und Herr Eckenberger? Weil Sie leben ja auch in der Kommune, ja? Deswegen, legen Sie mal los. Ja, also ich bin gerade mein potenzieller neuer Mitbewohner. Ja, das wird sich hoffentlich einrichten. Ich wollte eigentlich nur der lieben Heide sagen, vielen Dank, das hat mich sehr berührt und glücklich gemacht und scheint das, was ich ahne oder glaube, zu bestätigen und macht alles total Sinn und ist eine wunderschöne Lösung für menschliches Zusammenleben. Und ja, vorhin habe ich nicht alle gegrüßt, das tue ich nochmal ausdrücklich und ich habe eigentlich keine konkrete Frage, aber höre mit Staunen und Bereicherung zu und macht alles Sinn für mich. Ich gebe weiter. Ja, und damit sind Sie schon wieder dran, Frau Dr. Götter-Abendroth, denn jetzt kommt die nächste 3-Minuten-Runde und jetzt können Sie da also auf alles eingehen, was Sie sowieso anbringen wollten. Also, los geht's. Ich möchte jetzt auch die drei Personen, die gesprochen haben, kurz antworten oder in Dialog gehen. Also vielen Dank, Luis, erst für das, was du gesagt hast. Danke. Und dann wollte ich, Herr Wagner, ich bin mit Ihnen vollkommen d'accord, dass wir einen Verantwortungskonsens finden müssen heutzutage, und zwar global. Und ich arbeite nicht, ich meine, das, was ich jetzt vorgestellt habe, ist Forschungsergebnis über konkrete matriarchale Gesellschaften, die heute eher inselartig sind, nicht mehr allzu groß, bis auf eine einzige, die 6 Millionen umfasst. Das heißt, was wir von diesen Gedanken für unsere eigene Zukunft übertragen wollen, das ist nicht ganz identisch. Wir können nicht einfach in eine traditionelle matriarchale Gesellschaft zurückspringen, sondern wir müssen uns Gedanken machen, wie wir diese Prinzipien, wenn sie uns einleuchten, aufnehmen, um moderne matriarchale Gemeinschaftsbildungen, ich sage Gemeinschaft statt Kommune,
Gemeinschaftsbildung, auch Gesellschaftsbildung zu schaffen. Und das, Dylan war so freundlich und hat mir zugesagt, dass wir noch eine zweite Session machen, die heißt dann Matriarchatspolitik. Und bei der Matriarchatspolitik geht es genau um die Formulierung der Vision, die ich aus diesem Wissen ziehe, wie wir dahin kommen in unserer heutigen Gesellschaft. Da wird manches anders aussehen, als ich es von traditionellen matriarchalen Gesellschaften beschreibe. Aber ich denke, das ist vielleicht ein ganz guter Dialogpunkt zwischen Ihnen und mir. Ich möchte noch eins hinzufügen. Ich bin völlig d'accord mit dieser Gefasel von den egoistischen Genen. Also ich muss sagen, das sind auch Projektionen, die gemacht werden. Wir haben, Menschen sind, wir alle sind im Grunde, das ist meine Ansicht, schenkende Wesen. Schenkende Wesen. Homo donans sind wir und nicht homo egoisticus. Ja? Das sieht man schon daran, sehen Sie mal, schauen Sie mal das prototypische Verhalten von Müttern an. Ich komme nochmal da drauf, denn das spielt im Matriarchat eine große Rolle. Wenn Mütter nicht von Anfang an schenken würden, den kleinen Kindern, den größeren Kindern, dann würde niemand von uns groß. Und das ist sehr interessant, denn in matriarchalen Gesellschaften gelten mütterliche Werte. Das heißt, für alle. Für Frauen, die Mütter sind, für die noch keine Mütter sind, für Frauen und Männer gleich. Und die mütterlichen Werte sind Nähren, Fürsorge, Gegenseitigkeit, Konflikte durch Verhandeln lösen, Friedenssicherung, das sind alles Werte, die dafür sorgen, dass überhaupt die nächste Generation groß wird. Und daran haben die Männer genauso teil. Das heißt, auch die Männer verhalten sich als Homo donans, als schenkende Wesen. Denn wenn wir alle egoistische Gene hätten, alle, einschließlich die Mütter, dann gäbe es die Menschheit schon lange nicht mehr. Das hat mich so sehr fasziniert an matriarchalen Gesellschaften, weil sie im Grunde etwas, was unsere innerste Haltung ist, formulieren und zu einem gesellschaftlichen Modell umwandeln. Das wollte ich gerne Ihnen sagen, Herr Wagner. Dann, Dylan, Ihnen möchte ich sagen, dass ich... Frau Götter, und jetzt sind diese drei Minuten rum. Können Sie es in der nächsten Runde machen? Ja, machen wir. Dann bin ich jetzt dran mit meinen 3 Minuten und dann wieder Herr Wagner, ja? Und dann kommt wieder eine Frage und dann wieder geht es wieder von vorne los. Das ist so unser Modus, der sich ganz gut bewährt hat. Also, meine 3 Minuten laufen. Ich fange mal an damit, wie wir politisch, denn Frau Roussos und Frau Mesli, Sie sind ja politisch in erster Linie interessiert. Und Herr Eckenberger und Herr Wagner, da gibt es ja erst das Orga-Team einer freien Argumentekulturpartei, also der Frack-Partei, die noch nicht so richtig groß geworden ist, sondern noch ein kleines Kind, während wir 2020 und die Basis ja schon richtig große Kinder sind, sozusagen. Und ich lese mal vor, ich gehe hier gerade rüber, das können Sie wohl jetzt nicht sehen, aber ich lese mal von unserer Homepage den neuen obersten Satz vor. Gesellschaft kann nicht funktionieren ohne starke positive Anreize, PAs. Ja? Und warum ist das bei uns, beim Weltrat und bei den Next Scientists for Future der Zentrumssatz? Weil der ist der Garant dafür, für die Evolution Richtung Matriarchalität, ja, weil wir haben festgestellt, wie ist denn der patriarchale Kapitalismus aus unserer Sicht entstanden beim Weltrat sozusagen, wie ist das überhaupt so schlimm gekommen, wie es gekommen ist, weil das matriarchale, ich nenne es mal Liebesgefüge, ja, zerstört wurde, weil nämlich, wenn wir Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung im großen Stile machen, kommt es zu einer automatischen Dynamik, nämlich, dass der Händler quasi ein großes Interesse oder eine Gewinnmöglichkeit sich für den Händler eröffnet, wenn die Sexualität und die Liebe in der Gemeinschaft zurückgeht, und stattdessen der Konsum von Gütern zunimmt. Ja? Und das heißt, dass in dem Moment, wo Handel immer größer wurde und die Händler, die erzählen ja, wenn sie von Clan, von Kommune zu Kommune wandern, ich spreche halt immer in Kommunebegriffen, dann ist es quasi so, dass die immer sozusagen
Geschichten erzählen, Nachrichten bringen. Und wie heute Nachrichten falsch sein können oder die Wahrheit sein können, können es auch erfundene Nachrichten oder falsch überlieferte Geschichten sein, wie bei der Stillen Post. Und wenn dann eine Irrtumsgeschichte erzählt wird, die aber einen größeren Verkaufserfolg zur Folge hatte, dann hat sich dieser sogenannte vorteilbringende Irrtum oder wissenschaftlich parasitäres Meme, Killervirus des Geistes, durchgesetzt und hat dann dazu geführt, dass die Liebe in der Kommune abnahm und die Männer dann akkumulationssüchtig als Ersatzbefriedigung Geld und machtsüchtig wurden und damit richtig gefährlich wurden. Aber meine Zeit ist um. Herr Wagner, Ihre 3 Minuten. Ja, danke schön, danke schön. Also ich freue mich einerseits natürlich sehr über die Einigkeit, die wir hier in unserem Kreis jetzt heute wieder spüren. Die Suche nach dem Verantwortungskonsens für die Menschheit, nach Lebensformen, die dem entsprechen können. Das mit dem Homo Donans spricht mir natürlich aus dem Herzen. Also ich habe ja vor mehr als 30 Jahren dann die sogenannte Schenker-Bewegung gegründet, mit den Versuchen, solche Kommunen zu bilden, was der Dylan und ich dann gerne als, ich füge noch hinzu, aufgeklärte Schenker-Bonobo-Kommunen bezeichnen. Und ich glaube, dass diese Kreativwerkstatt, in die wir da jetzt heute gehen müssen, die ist ganz wichtig, und auch die geistige Offenheit, dass wir alle Standpunkte und Argumente auf den Tisch kommen lassen und dass wir, was der größte Bruch aus meiner Sicht ist mit den Fehlentwicklungen jetzt, dass wir aus den Korruptionssystemen rauskommen zu einer ehrlichen Argumenteorientierung. Also welche Qualität haben Argumente fürs Wohl aller? Und da dürfen wir nicht von Anfang an schon nur unsere Lieblingsmeinungen gelten lassen und das andere wird vom Tisch gewischt, sondern als eben denkende Tiere müsste die Suche nach dem richtigen Denken, die Suche danach alle Argumente sehen zu können und sie nach Gemeinwohl, Argumentequalität zu beurteilen, statt nach Korruptionseinflüssen, das müsste zum allerobersten Grundgesetz werden. Das ist auch das, was ich für alle Parteien so sagen kann oder alles, was jetzt hier an neuen Programmen entwickeln wird, ob es Friedensverträge, Verfassungen, Gesellschaftsverträge oder was auch immer ist. Es müsste oben drüber stehen, wir befreien uns von den willkürlichen Scheuklappen-Sichtweisen. Wir lassen alle Argumente zu und schauen in so einer freien Argumentekultur, was hat die beste Qualität, auch wenn es mit leisester Stimme vorgetragen wird. Also nicht diese Durchsetzungskämpfe mit äußeren Machtmitteln, wer hat mehr Geld, wer kann lauter sein und was weiß ich, sondern dass wir auch da, wo wir als Gemeinschaft diesen Vorgang absichern, man könnte es sagen, eine Weiterentwicklung des Rechtsstaates, dass der Einzelne auf der Straße nicht mit den Fäusten um sein Recht kämpfen muss, sondern dass wir hingehen und sichern, dass auch wenn er mit der leisesten Stimme spricht, dass die Qualität seiner Argumente gehört wird und berücksichtigt wird. Ja, und ich kann auch sagen, da gibt es ja nun verschiedene Schritte, Konzepte zu entwickeln. Der Weltrat der Weisen, und Dylan trägt das ja auch oft vor, hat da super Ideen aus meiner Sicht für den Übergang, also mit der Wohlfühlstimme und was da so mit zusammenhängt. Während ich einfach mit 13 Jahren so mir gedacht habe, warum soll ich lange warten auf irgendwelche Übergangsentwicklungen? Ich denke mir einfach so, wie will ich die Veränderung halt haben, die ich in der Welt sehen will? Wie sollte die aussehen? Und das mache ich so direkt wie möglich. Also man kann das ganz kühn sagen, das ist die Vorwegnahme des anarcho-kommunistischen Endzustands, wo wir keinen Staat mehr brauchen, kein Geld mehr brauchen und wo wir uns von aller willkürlichen Fremdherrschaft freistrampeln einfach und in dieser Freiheit und gemeinsamen geschwisterlichen Verantwortlichkeit zu leben versuchen. Im nächsten Beitrag kann ich vielleicht was sagen, noch über ein paar konkrete abenteuerliche Konsequenzen, auf die man dann kommen kann mit Austritt aus dem Staat und Austritt aus dem gesamten Wirtschaftssystem, so völlig ohne Geld. Aber das lasse ich jetzt erstmal dabei. Ich danke. Ja, jetzt bitte aus der Runde der potenziellen Fragesteller wieder ein Kurzstatement und eine Frage vielleicht. Irgendwas aufgetaucht, Frau Mesli? Ja, also ich habe ja, Frau Dr. Böttner-Abendroth, ich habe ja schon Ihre 2 PDFs im Vorfeld gelesen und ich fand das ganz wunderbar. Das war wie Paradies für mich. Nur ich denke halt, um sowas in der Art in die Gesellschaft reinbringen zu können, muss das ja
von Grund auf in das Erziehungssystem, in das schulische System, in das universitäre System überall hineinkommen. Sonst kann sich das ja in der Gesellschaft nicht ausbreiten. Ich bin immer so diejenige, die immer fragt, wie kann man sowas konkret in die Gesellschaft bringen? Das wäre meine Frage. Dankeschön. Ja, danke. Frau Dr. Göttner-Abendroth, Ihre 3 Minuten. Ja, ich möchte noch mal darauf verweisen, Barbara, darf ich es so sagen? Ich möchte noch mal darauf verweisen, dass ich das jetzt nicht in 3 Minuten beantworten kann, sondern glücklicherweise in einer Woche dazu noch mal Stellung nehmen kann, wie das verwirklicht werden kann. Denn das ist auch ein langer Denkprozess. Das liegt nicht so einfach auf der Hand. Da knobeln wir ja schon alle dran herum, wie das möglich ist, wie man das einbringen kann. Ich möchte ein paar Sachen noch mal sagen zu der Schenkerbewegung von Herrn Wagner. Wissen Sie, es gibt viele Tendenzen heute und auch Bestrebungen, mit dieser Schenkerökonomie zu arbeiten. Das ist international. Sie wissen das wahrscheinlich besser als ich. Das Problem dabei ist nur, dass es gibt eine Blindheit für das, was Mütter tun. Es gibt eine Blindheit für das, was Frauen und Mütter tun. Denn Mütter schenken von Natur aus ständig und ständig und ständig. Wie ich es vorhin gesagt habe, sonst würde kein einziges Kind groß. Die sind in dieser ganzen Schenkebewegung und dieser Schenketheorie, sind die Mütter draußen. Die werden gar nicht mitkonzeptualisieren. Während in der matriarchalen Gesellschaft haben wir das drin. Da geht es um beide Geschlechter und nicht nur um die abstrakte Schenke-Angelegenheit, ohne dass man überhaupt wahrnimmt, dass das prototypische Schenken bereits beginnt, wenn eine Mutter ein Kind hat. Ja, das fände ich sehr gut, wenn das bei Ihnen auch oder in Ihrer Bewegung mitbedacht und mitreflektiert werden könnte. Würde ich sehr positiv finden, einen Dialog dazu zu führen. Also ich möchte es nochmal als Anreiz geben. Dann noch eine kurze Bemerkung zu dieser Urmatriarchatsgeschichte von Ihnen, Dylan. Das stammt aus der Soziobiologie, um es mal kurz zu fassen. Und ich bin in keiner Hinsicht eine Freundin der Soziobiologie, ob es nun die Bonobos sind, die Hirsche, die Elefanten oder die Gorillas oder sonst noch was. Da werden nämlich menschliche Sozialformen, die von Menschen bewusst geschaffen worden sind, auf Tierpopulation projiziert. Wir übersehen dabei, dass auch aus den Bonobos nicht automatisch eine urmatriarchale Gesellschaft folgt, sondern dass die Bildung matriarchaler Gesellschaft sind Geistesleistungen von den Menschen, die sie geschaffen haben. Wie ich einmal kurz sage, die biologische Tatsache von Mutterschaft, die ja zentral ist für unser Überleben, für uns alle, ja, wird in matriarchalen Gesellschaft geistig in ein kulturelles Modell umgewandelt. Das ist eine geistige Leistung und damit haben wir nichts mehr mit dem Bonobo zu tun. Natürlich bestreite ich nicht, dass wir ähnliche Gene haben, aber wir übersehen, dass wir eben denkend gewesen sind und dass diese kulturellen Leistungen auch in der frühen Geschichte geistige kulturelle Leistungen sind von Menschen. Das wollte ich nur hier kritisch anfügen, denn wir wollen ja eine kritische Diskussion haben. Ich glaube, meine 3 Minuten sind um. Ja, Sie haben noch 10 Sekunden. Aber dann, ach so, 10 Sekunden. Naja, dann sage ich lieber nichts mehr, sondern warte, was Sie ja, sagen. Ja, jetzt ist auch schon gleich rum. Ne? Ja, dann gehe ich mal drauf ein. Und zwar, ja, das ist genau der Punkt, dass Sie sich dann natürlich mit dem Herrn Wagner etwas stärker berühren, weil er auch sozusagen, er kommt auch vom philosophisch, also das ist, sein Denkansatz ist auch sehr stark geistig betont sozusagen. Das Geistige könnte man sagen. Und aber die freie Argumentekultur, die ich für zentral halte, überhaupt, das will ich gerade mal deutlich machen für unsere Parteimitglieder. Frau Mesli hat das ja auf unser Anraten hin entwickelt und wunderschön optisch dargestellt. Frau Roussos, stellen Sie sich das vor, dass wir nicht mehr Wahlprogramme machen, weil das heißt immer, dass wir wieder nicht die andere Seite hören, nicht die anderen Experten hören, sondern immer uns festlegen, als hätten wir eine Meinung, wie die CDU, die hat nur eine Sichtweise und dann werden die Leute auf Linie gebracht und so weiter. Nein, wir müssen den WählerInnen von Anfang an signalisieren, wenn die Neuparteien wirklich herausstechen wollen, dass sie Wahlprogramme als Volksentscheid-Wahlprogramme schreiben. Und dann, dass da 5, zum Beispiel 3, 5, 7, 9, maximal 10
Wahlalternativen, über die dann konsensiert werden kann, Frau Göttner-Abendroth, also bei den Parteien spricht man da vom systemischen oder systemisches Konsensieren, glaube ich, bei der Basis, ja. Und das ist eine bestimmte Technik, die man auch von der Gemeinwohlökonomie von Christian Felber kennt. Und das bedeutet letztendlich, wenn man nämlich dann sagt, wir zeigen, dass wir alle Experten hören, dass wir die Unterschiedlichkeit der Experten nebeneinander stellen und zur Auswahl bieten, dass das letzte Wort die Bürger haben und nicht wieder irgendwie eine Partei intern sich für irgendeine Einseitigkeit entscheidet und alle anderen Experten, besonders die externen Experten, die oft nicht Mitglied, zum Beispiel Frau Dr. Göttner-Abendroth würde sich wahrscheinlich auch weigern, jemals Mitglied einer Partei zu werden, sozusagen, weil sie sich wahrscheinlich auch wie wir als Weltexpertin verstehen dürfte. Und du kannst ruhig Heide zu mir sagen. Ja, gut, es ist bei uns halt einfach, ich bleibe so ein bisschen formell, weil wir, es ist einfach unsere Tradition, auch unter unseren Professoren wird halt nun brav gesiezt und ich bleibe mal in dieser Tradition. Auch wenn ich selbst auch natürlich duzen könnte, aber der Weltrat ist eher ein siezendes Phänomen, ja. Und um diesen Gedanken noch kurz zu Ende zu sagen, also. Und optisch, Frau Roussos, ich kann Ihnen das gerne auch mailen, damit Sie das mal vor Augen sehen oder den Link, dass Sie das optisch dann auch mal gesehen haben. Ich glaube, ich habe es Ihnen vielleicht sogar auch gezeigt, dass also wenn wir schon mal erster Schritt des politischen neuen Denkens, der in Richtung Matriarchales aus meiner Sicht führen kann, ist dieses nicht mehr festlegen, nicht mehr Experten aussondern, sondern alle hören, eben auch die matriarchalen Experten hören und so weiter. Und dann bitte schön den Wählern das überlassen, denn, letzter Satz dazu, es wird uns nicht gelingen, dass in einer Partei wir es schaffen, dass dort eine sogenannte repräsentative Wählerstichprobe entsteht, sondern die wirklich repräsentativ sind nur die Wähler, die bei einem Volksentscheid dann sich für eine der Alternativen entscheiden, für die letztendliche. Und wenn man es mehr ernst meint mit mehr Demokratie in Deutschland, dann ist das der erste Schritt. Und zwar, das deckt sich jetzt mit der Idee von Herrn Wagner, freie Argumentekultur, dass es nur nach den besten Argumenten und Konzepten geht, also dass die Konzepte, und Frau Mesli hat das wunderbar mal gemacht, mal da einige nebeneinander zu stellen, sich widersprechende Experten. Und das ist der erste Schritt, um wirklich eine neue große Volkspartei werden zu können, wirklich anders zu sein als alle bisherigen Parteien. Und ich fürchte, bis jetzt ist das Drama, dass die Neuparteien sich auf dem Weg befinden, gerade eine Kopie der Altparteien zu werden. Und das wird nichts bringen. Das ist unsere größte Sorge. Ja, Frau Roussos, nach dem Herrn Wagner können Sie dann gleich dazu auch was sagen und dann wieder entsprechend fragen. Herr Wagner, Ihre 3 Minuten? Ja, danke schön. Also ich bin immer froh über alles, was an kritischen Gedanken oder erweiternden Gedanken so aufkommen kann. Also wenn ich mich bei all dem, was ich so vertrete, hauptsächlich irgendwo für, in Anführungszeichen, als Experten sehe, dann am meisten eben für freie Argumentekultur. Dass auf jeden Fall auch nicht durch irgendwelche Lieblingsmeinungen von mir jetzt irgendwas anderes da vom Tisch geschoben würde. Also ich kann nur sagen, Frau Göttner-Abendroth, also Ihre Gedanken rennen bei mir die offensten Türen ein. Also ich habe mich am Anfang vor 30 Jahren Öff-Öff genannt, um auch den, also das Öff-Öff habe ich auch noch gesagt, weil ich den Unterschied dann zwischen Geschlechtern und Alter und Namensunterschied und Titeln und was weiß ich, alles als aufgehoben erstmal darstellen wollte. Unter dem Gesichtspunkt, wir sind eben einfach, wie es in Artikel 1 der Menschenrechte heißt, gleiche Menschengeschwister. Und als solche sollten wir auf die Suche gehen. Also wir haben dann eben einige radikale Ideen, also dass ich der Ansicht bin, dass die jetzigen Staaten Fremdherrschaft, willkürliche Fremdherrschaft bedeuten und dass ein Mensch wie ich, der sich so frei machen will, der wird sagen, wenn irgendjemand in meinem Namen etwas sagen oder entscheiden will, dann hat er mich vorher zu fragen und er hat mich zu überzeugen, dass ich das auch verantworten kann. Also dass er aus einem globalen Verantwortungsbewusstsein oder Verantwortungsorientierung handelt. Wenn das nicht der Fall ist, hat niemand das Recht, in meinem Namen irgendwas zu bestimmen, zu entscheiden oder mich zu repräsentieren.
Und das würde die ganze jetzige Herrschaftsstruktur, die in Anführungszeichen sogenannte repräsentative Demokratie, alles völlig aushebeln, wenn man sich damit beschäftigt. Also das sind so radikale Einzelgedanken, zu denen wir dabei auch kommen. Aber der allererste Grundsatz ist, wir legen da nichts ideologisch fest. Das geht nicht danach, auch wenn ich das gegründet habe, dass ich da jetzt irgendwie mehr zu sagen hätte oder meine Argumente irgendeinen besonderen Bonus haben müssten. Nein, wir möchten wirklich so rein geschwisterlich da die Dinge erforschen und das Beste herausfinden, die besten Argumente. Insofern meine ganz herzliche Einladung an Sie. Natürlich können wir hier jetzt in ein paar Minuten den Dingen nicht unbedingt so immer so auf den Grund gehen, wie man sich das wünschen kann. Und deshalb habe ich mich auch gegenüber dem Dylan dafür eingesetzt. Ich habe gesagt, Dylan, das ist super hier mit den Demokratie-Pur-Talkshows und sowas. Aber ich bin vor allem ein Mensch dann für ein Forum. Also ich möchte gerne mit geeigneten Leuten über die wichtigsten Dinge auf einem Niveau mich austauschen, was am effizientesten ist. Und das ist halt dann eine Ebene, wo man Themen am besten ordnen und gründlich dann als Faden auch ausgestalten kann. Das ist unter den gegebenen Voraussetzungen sehr gut in so einem Internetforum möglich. Und da gibt es ja jetzt dieses Forum Weltrettung, ja danke, aber wie? Und da wäre ich total begeistert, auch wenn man mir noch irgendwie, auch mit Blick auf das, was wir jetzt in 30 Jahren gemacht haben, Tipps geben kann, wie wir das Mütterliche und das Frauliche und alle Aspekte, die vielleicht irgendwie noch stärker eingebracht werden können, wie wir das noch stärker einbringen können. Ich selbst habe in einem Text, ich werde ein Thema mal wieder aufmachen in dem Forum, auch zu der Sendung heute, da werde ich einen Link reinsetzen, wo das ein bisschen konkreter ist, was ich mir alles an revolutionären Veränderungsthemen, an Aufbruch von Tabuthemen so vorstellen kann. Und da ist eine ganz zentrale Rolle, dass sich die Motivation der Menschen von Grund auf wandeln muss und eine liebende Motivation werden muss. Also viele sagen ja, echte Schenken gibt es gar nicht. Irgendwelche verborgenen egoistischen Interessen sind immer noch im Hintergrund. Ich glaube, es gibt die echte liebevolle Motivation, so wie schon im Tierreich bei den Eltern, die ihren Nachwuchs füttern, obwohl sie von ihm keine Rente kriegen. Das ist der reine Dienst am Leben und diese Einstellung so in uns zu finden und das auf eine geistig aufgeklärte Weise, das ist der Knaller. Jo, und da bin ich so vor allem dran. Ja, alles klar. Frau Rosus, jetzt so, was Sie sagen wollten und vielleicht auch noch eine Frage dabei, vielleicht. So, nochmal Hallo in die Runde. Ich muss sagen, ich bin ja das allererste Mal dabei heute Abend und ich bin total blauäugig in diese Runde gekommen, weil ich gar nicht genau wusste, um welches Thema es geht. Ich finde es hochspannend, habe es sehr gerne zugehört, aber richtig gute Fragen kann ich heute noch nicht stellen, bin aber guten Mutes, dass wir mit den neuen Parteien auch neue Möglichkeiten und Wege finden werden, die Politik attraktiver zu machen. Mehr kann ich eigentlich noch nicht dazu sagen, sonst hätte ich mich politisch überhaupt nicht engagiert, wenn ich nicht irgendwo ein Fünkchen Hoffnung haben würde, dass es besser zu machen sei. Ja, vielen Dank soweit. Übrigens alle bitte schön wieder immer die Mikrofone ausstellen. Meins macht erfahrungsgemäß nicht, weil es ein ganz teures Mikro ist. Aber bei den anderen gab es eben Störgeräusche. So, Frau Dr. Göttner-Abendroth, Ihre 3 Minuten. Ja, das ist natürlich alles sehr viel auf einmal. Ich kann nicht auf alles gleichzeitig antworten. Was wir brauchen ist, dass habe ich notiert, das muss man gar nicht, kann man nicht deutlich genug betonen. Wir brauchen eine Konsenskultur von unten. Wie die aufzubauen ist, können wir lernen an matriarchalen Gesellschaften. Wie gesagt, daraus habe ich eben auch die Vision entwickelt, wie wir von unten her eine matriarchale Muster aufbauen können. Denn die schließen alle Menschen ein. Das ist mal das eine, das ist ein kurzes Statement. Dann bin ich der festen Überzeugung, dass das nicht über Parteien geht, sondern über Bewegung von unten, über Bewegung und Schaffen von neuen Formen von unten, wie zum Beispiel, naja gut, jetzt nenne ich es auch die Gemeinschaftsbewegung. Es gibt viele neue Bewegungen, die in meinen Augen matriarchale Elemente enthalten. Die Gemeinschaftsbewegung, die Ökobewegung, die Bewegung der indigenen Völker, die Frauenbewegung nicht zu vergessen und andere Bewegungen mehr. Da sehen wir, wie bereits nicht nur Bewegung auf der Straße stattfindet, sondern bereits im Keim andere Muster, die nicht patriarchal sind, ausprobiert werden, auch stattfinden und zum Teil auch gut funktionieren.
Alles, was nicht patriarchal ist, tendiert dazu, matriarchal zu werden. Das muss man gar nicht, ich sage das so, um die Begriffe zu haben, aber das, auch wenn die Leute das selber nicht so nennen, es geht aber genau dahin. Wie gesagt, das ist in meiner Meinung nach nicht durch Parteien zu schaffen, auch wenn die Parteien noch so alternativ sind, denn die Parteien geraten in das System der herkömmlichen Parteienpolitik und darin werden sie verschlissen. Das sage ich jetzt einfach mal so, Knall und Fall, vielleicht löst Widerspruch aus, das wäre ja sehr schön. Dann wollte ich noch kurz etwas sagen, nochmal zu dieser Schenke-Geschichte, die Sie angesprochen haben, Herr Wagner. Das Gesagte, Schenken hat immer irgendwie auch einen egoistischen Hintergrund. Ich kann nur sagen, das ist all diese, wie soll ich sagen, diese Blasen aus heutigen Verhältnissen, seien es aus Männerhirnen oder Frauenhirnen, wo bereits der Egoismus so tief verankert ist, dass man gar nicht mehr anders denken kann. Ja? Ich möchte noch mal klar betonen, schauen Sie sich mal das prototypische Schenken von Müttern an. Die haben, das hat jemand von Ihnen auch gesagt, wenn die nicht geben würden, würde kein Menschenkind groß. Meistens haben sie nichts davon, sondern heute ist es so, dass Familien mit Kindern, wo auch die Väter geben, was sie können, vom Armutsrisiko bedroht sind. Und trotzdem geben sie und schenken sie. Und wenn das nicht der Fall wäre, hätten wir nicht die nächste Generation und jede Gesellschaft würde zusammenbrechen. Das ist das, was ich nochmal betonen möchte, wie wichtig diese mütterlichen Werte sind. Denn Schenken ist ein mütterlicher Wert, den auch Männer praktizieren, um das Leben mitzuerhalten. Und das kommt von unten und es ist überall da und es ist die Basis. Es ist die Basis und die alles andere, was darüber an Ideen und Vorstellungen herumkursiert, gar nicht existieren würde. Das ist so elementar, diese Basis, dass wir es übersehen. Ja, ich möchte noch einen Satz zufügen. Und das wichtigste Wesen, von dem wir ständig nehmen und nehmen und nehmen, das ist unsere Mutter Erde. Ich gebrauche mal das Wort Mutter Erde, nicht? Die gibt ununterbrochen und schenkt ununterbrochen. Menschen nehmen und nehmen und nehmen. Heute heißt das ausbeuten, ohne was zurückzugeben. Und wo sind wir da gelandet? Wir sind gelandet bei der weitgehenden Zerstörung der Biosphäre. Das kommt dabei raus, wenn das mütterliche Prinzip oder die mütterlichen Werte, die alle Menschen betreffen, überhaupt nicht mehr in den Blick kommen. Da haben die meisten Leute heute und auch die meisten Theoretiker heute einen blinden Fleck. Punkt. Ja. Meine 3 Minuten. Erstmal mache ich Mut. Wir sind fest überzeugt, dass wir nur über eine neue Partei uns Richtung Matriarchales werden entwickeln können. Nur über eine neue Partei. Und zwar eben, wir haben, unsere Professoren haben sich einer simulierten Bundestagswahl gestellt gehabt und hatten 56 begeistert hinterher kommentierende Wähler gewonnen, sozusagen. Es gab noch andere Studien, wo das sich immer wieder wiederholt hat, dass unsere Reformen, Gesundheitsreform und Ernährungssystemreform und alles auf begeisterte Reaktionen stießen. Frau Mesli hat das mal einfach in die Open Petition als kostenlose Abstimmung reingestellt und wir haben 200 Unterzeichner innerhalb kürzester Zeit für unseren Reformvorschlag bekommen. Dagegen hat sie dann auch noch mal reingestellt den vorläufigen Vorentwurf von Wir 2020 Baden-Württemberg aus der Homepage genommen einfach mal und reingestellt und die hatte dann 2 Unterschriften, also 200-2 und bei uns, und es gab einen positiven Kommentar für das Wir 2020 EU Gesundheitsreformformulierungen und es gab 46, also ich glaube es waren, nee, 60 begeisterte Kommentare, es waren glaube ich insgesamt 64 und 60 kann man als begeisterte Kommentare bezeichnen. Also wir haben das Verhältnis 200-2. Und auf der anderen Seite bei den positiven Kommentaren 60-1. Ja? Und das ist genau das, was Realität ist. Das heißt, Politik erfordert eine ungeheuer große Kompetenz, wenn man es wirklich schaffen will, dass die Gesellschaft den Weg Richtung Matriarchalität dann allmählich wieder findet, sozusagen. Und jetzt ganz kurz noch, wie ich das eben sehe. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Ich mache es jetzt mal ganz plakativ. Die Händler haben mit ihren Irrtumsgeschichten, mit ihren vorteilbringenden Irrtümern die Köpfe so durchmanipuliert, dass die Liebe und die Sexualität immer mehr verteufelt wurde.
Dadurch fühlten sich die Männer in ihren Clans und Kommunen nicht mehr richtig geliebt und dann machten die ihr eigenes Ding gegen die Frauen und die Kinder, das patriarchale Ding sozusagen, und fingen an zur Akkumulationssucht als Ersatzbefriedigung, später dann Geldsucht, viel später kam ja dann das Geld dazu und also sozusagen Machtsucht, Akkumulationssucht, Besitzsucht und so weiter als Ersatzbefriedigung für nicht mehr gelebtes Leben. So verstehen wir das. Und vorhin habe ich schon angedeutet, dass die positiven Anreize für uns der Weltretter sind, sozusagen. Ganz ein Satz noch dazu, weil wenn mein Hausarzt belohnt wird, wenn er Krankheiten verhindert wird, dafür belohnt wird, wenn er Krankheiten verhindert und Gesundheit nachweislich fördert und genauso mein Lebensmittelhändler, dreht sich die ganze Welt völlig um, weil dann sozusagen nur noch naturschonendes, gesundheitsförderliches sich rechnet, automatisch eine völlig neue Form der Landwirtschaft entsteht und. Also die positiven Anreize sind für den Weltrat das Zauberwort aller Zauberwörter. Und dann verschwinden auch die vorteilbringenden Irrtümer, also diese manipulativen, zum Beispiel Liebe unterdrückenden Formulierungen aus der Gesellschaft, weil nur noch glückliche Menschen Geld bringen. Und nachher werde ich kurz noch eingehen, Wohlfühlstimme, Demokratie pur, Talkshows im Fernsehen, Vorwahlen, Mini-Volksentscheide und Volksentscheide als Wege hin zu einer immer mehr zu einer Konsensgesellschaft werdenden Evolution sozusagen. Ja, aber meine Zeit ist um. Herr Wagner, Ihre 3 Minuten. Ja, danke schön. Ich sagte ja schon, mein Schlüsselbegriff ist die freie Argumentekultur. Und ich glaube, ich meine, wir haben jetzt so ein bisschen kontroverse Aspekte eben auch in der Diskussion. Aber ich glaube, wenn wir ganz offen denken, dann ergibt sich ein ungeheures Potenzial für sowohl als auch Lösungen statt entweder oder Lösungen. Und ich will das mal mit 3 Aspekten einfach ein bisschen veranschaulichen. Also ich bewege mich zwischen den Welten, dass ich sage, ich bin ein totaler Fan der Familie und auf der anderen Seite mache ich Kommune. Viele Linke, auf die ich treffe, sagen, was willst du damit Familie? Also wir müssen die Kommune freimachen hier von Ehe, Familie und solchen konservativen Mustern. Sonst wäre das nie was mit den Kommune-Ideen. Auf der anderen Seite sehe ich, dass die dann so abstrakte Gemeinschaftsvorstellungen haben, die keine Wurzeln finden. Und dann zerplatzt das nach 2 Wochen, weil sie es nicht mehr miteinander aushalten. Oder es rutscht ab in Drogenkult oder sonst was. Und da sage ich immer, ich glaube schon, dass die Kommune diese neue geistige Dimension hat, also dass wir alle uns als geistige Brüder und Schwestern sehen, dass das wichtiger ist als die Blutsverwandtschaft. Aber auf der anderen Seite, warum sollten wir das gegeneinander wenden und nicht auch synergetisch verstehen mit dieser Herkunft aus der, ich sag mal, einzigen natürlichen anarcho-kommunistischen Struktur, die da seit Jahrhunderttausenden funktioniert? Warum sollen wir die Kräfte nicht bündeln, statt sie gegeneinander zu wenden? Und genauso was die Motivationsfrage angeht. Ich habe eben schon gesagt, ich finde es eine ganz tolle Motivation, dass im Tierreich halt die Eltern ihre Kinder füttern und sie kriegen keine Rente. Wo man bei uns Menschen noch sagen kann, das machen die Eltern nur, um später von ihren Kindern dann versorgt zu werden. Werden sie gar nicht bei den Vögeln beispielsweise. Und das ist also eine instinktive Liebe, die so geprägt ist, davon dem Leben einfach zu dienen, ohne nach Gegenleistung zu schielen. Und ich glaube eben, also ich verbinde dann gerne das Instinktive mit in uns, auch das, was die Soziobiologie erforscht und das, was die Philosophie erforscht, diese geistige Dimension, dass ich sage, es ist schön, wenn wir Instinkte haben, die einfach dem Leben dienen wollen. Und wir haben auf der geistigen Ebene noch eine ganz besondere tolle Möglichkeit, weil die Kinder der Zukunft, die können uns nicht bedrohen oder belohnen dafür, dass wir sie verantwortlich mit berücksichtigen. Aber es kann in uns ein ganz neues, ganz starkes Motiv sein, nämlich, dass wir als geistige Wesen unser größtes Glück, unseren größten Spaß auch darin haben, aufs Ganze sinnvoll zu denken. Und dann können die Kinder der Zukunft ein Baustein so eines Gedankengebäudes sein, was uns möglich ist, wo wir sie sinnvoll mit einbauen können. Sie brauchen uns nicht belohnen, sondern dass wir sie so sinnvoll mitdenken können, ist Belohnung genug, um sie so zu denken und sie so zu behandeln. Also ich glaube, die Verbindung dann auch aus den instinktiven Unterschichten in uns und dem sich vervollkommnenden Geist, der in das Weltbewusstsein sich hineindenkt, wenn man das alles verbinden kann mit viel sowohl als auch, dann ergibt es die kraftvollsten Kombinationen. Und letztes noch, so glaube ich, ist es auch mit der Partei.
Ich selber bin ja aus dem Staat ausgetreten, lebe völlig ohne Geld und sogar in eigenen Vereinen oder Organisationen, die wir haben, bin ich oft nicht Mitglied, weil ich dann zu sehr verstrickt wäre mit einklagbaren Rechten und Satzungen und Verträgen und so und Geldgeschäften. Trotzdem glaube ich, wir können es als Entwicklungsstufen ja auch sehen. Solange Menschen nicht so voll aussteigen in die ganz andere Welt, sondern bewegen sich noch in einklagbaren Verträgen und so weiter und Geldgeschichten, da kann eine Partei oder ein gemeinnütziger Verein oder eine Genossenschaft, die in Richtung auf die Veränderung mit Hebel ansetzen will, besser sein als alles andere, was sie noch mit Geld und Verträgen machen und besser, als wenn sie es nicht täten. Dankeschön. Nochmal der Hinweis hier bei uns, kommt in die Aufnahme, kommen, wenn solange noch irgendwo ein Mikro auf ist, außer meinem, kommen immer so Störtöne dazwischen rein, leider. Deswegen müssen wir doch alle immer abschalten, alle Mikros abschalten. Nur bei mir ist es erfahrungsgemäß noch nie zu Störungen gekommen, zu Störtönen oder Ähnlichem. Ja, jetzt bittet wieder die Fraktion der Fragenden. Also wer hat irgendwas anzumerken oder gar zu fragen? Frau Mesli, geht Ihnen noch was im Kopf rum? Oder Jana oder Herr Eckenberger oder Gela? Ja, ich wollte mich auch nochmal ganz herzlich bei Heide bedanken für den schönen Vortrag. Ich fand das sehr interessant und spannend. Ich bin ja Psychologin. Und hier ergeben sich meines Erachtens auch Schnittmengen zwischen der soziologischen Ebene, die natürlich jetzt an der Stelle vielleicht eher so eine Makroperspektive hat, und von der psychologischen Seite her, das heißt dann, was sind konkrete Strukturen für Entscheidungsverfahren, wie unterscheiden sich Top-Down von Bottom-Up-Entscheidungen auf einer psychologischen Ebene? Und da kommen wir zum Beispiel auch dann halt bei Bottom-up-Entscheidungen, das sind dann quasi offene Fragen werden gestellt, offene W-Fragen, offen werden Optionen gesammelt, ja, eben halt auch freie Argumente an der Stelle und Subargumente und so weiter. Und diese werden dann wie beim systemischen Konsensieren in Graustufen beantwortet. Also ähnlich wie ich fühle quasi ein bestimmtes Bedürfnis oder verschiedene Bedürfnisse oder verschiedene innere Stimmen in Intensitäten. Ja, um quasi dann auch quantitativ abmessen zu können, welche Bedürfnisse sind die wichtigsten oder was passt am besten zu meinen Werten. Das sind dann psychologische Dimensionen der Messung auch des Gemeinwohls, die wir in unserer Konsensküche quasi da weiterentwickelt haben. Also wir haben das systemische Konsensieren weiterentwickelt. Und das steht gegenüber unseren hier westlichen angeblichen Demokratiestrukturen, die, wenn man es genau betrachtet, eben Top-Down-Entscheidungsstrukturen sind. Das heißt, wird von oben mit entweder oder geschlossenen Fragen werden schon vorab im Grunde genommen entschiedene Dinge vorgegeben und man hat dann nur noch, auch weil die Qualitätssicherung, die empirische Qualitätssicherung fehlt, oftmals nur noch die Entscheidung zwischen Pest und Cholera. Das betrifft auch die Eignung der Personen, die uns vertreten. Auch hier könnte man mit empirischen Verfahren bottom-up sogar den Wille überhaupt erstmal messen. Es stellt sich auch die Frage, was wird da überhaupt gemessen in diesen entweder- oder Top-Down-Systemen, die dann von der Sache her schon auch immer ein Ideologiekampf, ein Kampf der Kulturen, ein Kampf der Lager, auch ein Entstehen der Ideologie überhaupt erst ermöglichen, könnte man so soziologisch sozusagen dann konstatieren. Und in dem Zusammenhang ist sozusagen Basisdemokratie oder echte Demokratie halt ein von unten mit offenen Fragen und das ist überhaupt das, was man als die Willensbildung, eine freie Willensbildung ausmacht, ja. Mit geschlossenen Fragen kann man, das ist eher der Modus der Willensdurchsetzung, also wenn ich dann in die Handlung komme, nachdem ich in Intensitäten meine besten, wichtigsten Ziele und passendsten Handlungen ausgewählt habe, kommt dann in einen Entweder-Oder-Modus rein, weil dann geht es nicht darum, jetzt oder nie ins Handeln zu kommen. Ja, und das ist dann sozusagen dann auch sinnvoll bei der Willensdurchsetzung. Ja, aber bei der Willensbildung sind eben geschlossene Fragen nicht sinnvoll und stellt sich auch die Frage, wie misst man den Willen? Und der ist halt, geht halt über die Wichtigkeit und die Passung nach unserem System, das wir entwickelt haben in der Konsensküche.
Und demgegenüber stehen halt quasi Entweder-Oder-Fragen, schwarz-weiß quasi. Das ist immer wieder ein Gegeneinander, ein Kampf quasi gegeneinander sozusagen, auch ein Konkurrenz- und egoistisches Verhalten sozusagen förmlich motiviert und dahingehend auch eine quasi eine Regression, psychologisch könnte man sagen, auch sozusagen auf niedere Verhaltensebenen quasi hervorruft. Und dann förmlich bei Schwarz-Weiß-Denken auch oftmals dann höhere Strukturen, die man braucht, um überhaupt erstmal einen Selbstabgleich zu machen, aussetzen. Genauso wie auch das Reflexionsvermögen. Ja. Da kommen dann Sachen raus. Ja, und wir sind schon weit über die 3 Minuten. Bitte zum Ende kommen. Ich hab noch gar keine Minuten gehabt. Ich schließe mal, man misst mit Schwarz-Weiß-Entscheidungen eben nicht, was der Wähler will, sondern wie gut die Manipulation von oben in Richtung Schwarz oder Weiß funktioniert hat. Man misst den Erfolg der Massenmanipulation. Und dahingehend sind auch diese Strukturen hier zunehmend organisiert. Das pervertiert halt sehr stark dann am Ende. So. Das wäre so der psychologische Aspekt quasi von Bottom-up versus Top-down. Ja, Matriarchat versus Patriarchat, den wir in unserer Konsensküche auch umsetzen. Ich kann da gerne mal auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen, quasi. Und ja, da aber nicht jetzt, bitte. Das ist ja schon sehr lang. Frau Dr. Göttner-Abendroth, Ihre 3 Minuten laufen, denn bei mir zum Beispiel, ich habe noch so viel auf der Liste und wir kommen so nicht, sonst nicht durch. Frau Dr. Göttner-Abendroth, Ihre nächsten 3 Minuten. Ja, also erstmal möchte ich finde diesen Ansatz des systemischen Konsensierens sehr interessant. Und ich stimme völlig zu, dass wir in unsere Demokratie ist eine patriarchale Demokratie. Es gibt in verschiedene patriarchale Gesellschaftsformen. Wir haben eine patriarchal-kapitalistische Demokratie, die man schon daran erkennt, dass sie eine rein formale Demokratie ist, wo eine Mehrheit eine Minderheit, auch wenn die Minderheit 49% betrifft, verschwinden lässt. Das ist in matriarchalen Gesellschaften undenkbar. Man macht die Hälfte der Menschheit mundtot, nicht? Also das ist, wie gesagt, das ist insofern noch immer eine, Sie haben es beschrieben als diese Top-Down-Geschichte, das ist noch immer ein patriarchales Muster, das ist ein ausgeklügeltes, raffiniertes Herrschaftsmuster. Denn ich definiere patriarchale Gesellschaften grundsätzlich als Herrschaftsgesellschaften, egal in welcher Form die Herrschaft ausgeübt wird. Da sehe ich, finde ich Ihren Ansatz sehr interessant und danke Ihnen für Ihre Darstellung. Also es sind so viele Gedanken, dass ich nicht weiß, zu welchem ich direkt Stellung nehmen soll oder was ich dazu sagen soll. Also ich wollte noch sagen, diese Frage, Partei oder nicht, also ich habe das zwar jetzt etwas krass in den Raum gestellt, schadet ja auch nicht, aber ich würde das gerne mal weiter diskutieren, wenn ich meine Vorstellungen und Gedanken zur Matriarchatspolitik das nächste Mal vorgestellt habe. Da würde ich gern von Ihnen hören, auch von Ihnen, Barbara, wie das in Ihrer Vorstellung in eine Partei umgegossen werden könnte. Ich bin der Meinung, das geht nicht, aber vielleicht haben Sie Ideen dazu, dass es geht. Dann werden wir sehen. Dann können wir die Diskussion sehr kreativ weiterführen. Das fände ich sehr interessant. Dann ich kann jetzt auch nur kurze Statements machen zu der Gedankenzusammenhang, den Sie auch haben miteinander, der ist mir auch neu. Ich komme von meinem Gedankenzusammenhang und Sie fragen mich nicht direkt danach, sondern ich muss zu Ihren Gedankenzusammenhängen Stellung nehmen, was nicht ganz leicht ist. Ich wollte noch etwas sagen zu diesem Begriff anarchistisch-kommunistisch. Ich habe mit jungen Anarchisten diskutiert und wir waren gegenseitig sehr offen. Denn Sie haben gesagt, ja, was Sie von Matriarchaten schildern, ist ja Herrschaftsfreiheit. Natürlich, Matriarchate sind herrschaftsfreie Gesellschaften, weil Patriarchate eben Herrschaftsgesellschaften sind. Und wenn man erforschen will, wie Patriarchate entstanden sind, dann muss man erforschen, wie Herrschaftsmuster entstanden sind. Das ist ein weites wissenschaftliches Gebiet. Das kann man nicht so ad hoc oder aus unseren persönlichen Meinungen erklären. Das nur dazu ganz kurz. Am Ende der Diskussion kamen wir zu der Meinung oder zu dem Begriff, dass diese jungen Anarchisten sagen, oder ich habe das vorgeschlagen, eigentlich kann man Matriarchate auch maternale Anarchien nennen. Ja? Maternale, das heißt mütterlich geprägte Anarchien. Das enthält eine Gemeinsamkeit, aber auch eine gewisse Differenziertheit, denn alle anarchistischen Theorien sind von Männern entwickelt worden und lassen das, was, wie gesagt, durch die maternale Anarchie reinkommt, völlig aus.
Auch mit dem Kommunismus ist dasselbe. Da würde ich auch dafür plädieren, dass wir mal über einen maternalen Kommunismus nachdenken. Das wären vielleicht Anreize zu weiteren Diskussionen, möchte ich vorschlagen. Ja, meine 3 Minuten. Wir sprechen ja ganz sachlich, ohne jetzt, wir sprechen davon, wir haben ein Feindbild, den sogenannten Pseudokommunismus, den wir kennen auf der Erde und der viel Unheil gebracht hat. Aber wir lieben das Nachdenken über das Thema eines urmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunismus. Aber das ist Zukunftsmusik, Frau Roussos, Sie sind Wirtschaftsfrau und so weiter. Ja? Wir fangen ganz bodenständig und ganz realistisch an, eine positive Entwicklung in Richtung matriarchales Geschehen auszulösen. Und zwar, indem wir sozusagen erst einmal Frau Jana, sage ich jetzt einfach mal kurz zusammengefasst. Ich glaube, Herr Wagner wird mir leider zustimmen. Im Moment, die Frack-Partei gibt es als Konzept und Orga-Team ja nur deswegen, weil wir feststellen, dass die Basis und wir 2020 im Moment hundertprozentig versagen bei der Frage Zulassung aller Experten, alle Experten zu hören, sozusagen und völlig versagen dabei auch mal über Experten, die nicht bereit sind, sich zu äußern, ja, weil sie irgendwie Berührungsängste haben, darüber auch mal ein Referat zu machen, zum Beispiel über Professor Hans-Werner Sinn, den berühmtesten Volkswirt Deutschlands, oder die Wirtschaftsweisen, Professor Achim Truger von den Wirtschaftsweisen, der gewerkschaftsnahe Wirtschaftsweise und so weiter, deren Bedenken oder Überlegungen man schon kennen sollte, wenn man ein fundiertes Wahlprogramm machen will. Und wie gesagt, schon die Idee, ein Wahlprogramm zu machen, ist schon ein Fehler, denn wie kommt man auf die Idee, dass die Parteibasis, wenn sie noch so gut konsensiert, dass die auch nur annähernd einer repräsentativen Wählerstichprobe entsprechen würde, das wird sie nie tun, sondern man muss die Letztentscheidung in Vorwahlen Mini-Volksentscheiden und oder in echten Volksentscheiden den Bürgern überlassen und nicht wieder bevormunden. Und ich sehe leider in den Parteien, liebe Jana, genau das Gegenteil vom Basisdemokratischen, nämlich Herr Wagner wird mir da wahrscheinlich zustimmen, einfach nur wieder ein Wegfiltern von Experten. Wir haben sogar einen Trend, jetzt habe ich es gerade, ich habe eine Einladung bekommen für Freitag von Die Basis, vom Landesvorsitzenden. Und wissen Sie, wer da als Hauptexperte geladen ist? Ein Vertreter der Anthroposophie, ja, die ja gute Ideale hat und Absichten, aber doch nicht für eine Realpolitik aus unserer Sicht nicht geeignet wird, ist, da fehlt das richtig, das geerdete, das naturwissenschaftliche Grundfundament. Also im Moment all das Überlegen über Bottom-up und Top-down ist völlig sinnlos, solange die Experten ausgeschlossen werden, sondern man plötzlich sich bezieht. Auch die Wir 2020 hat sich in Baden-Württemberg auf anthroposophische Experten fixiert in gewisser Hinsicht, und das geht nicht. Also mindestens muss man die Gemeinwohlökonomie als Schwerpunkt reinnehmen und unsere gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung. Das ist mal ein Anfang, aber es gibt noch mehr Experten. Und jetzt ist der Experte Herr Wagner dran mit seiner Sicht. Vielleicht auch mal auf die Politik einzugehen. Ja, danke schön, danke schön. Ich habe mir nach der Runde jetzt schon gedacht, dass ich das Thema Demokratie mal aufgreife, um einfach so zu beschreiben, was ich da für Potenziale sehe, dass Horizonte aufgerissen werden. Gerne, wie gesagt, immer auch mit Betonung des mütterlichen oder fraulichen oder aus welchen Inspirationsquellen dazu was kommen kann. Aber ich umreiße mal, wie tatsächlich die jetzt auch neu ansetzenden Parteien ja nicht die Horizonte so aufreißen. Auch deshalb, weil sie eben so mit vorgefassten Brillen an die Dinge herangehen und nicht mit dem ganz geöffneten und ganz weiten Blick. Also die Jana hat ja ein bisschen angesprochen schon, wie man in so vorgefassten Mustern sich schon bewegt, schon von der Art der Fragestellung her oder was einem alles vorgegeben ist. Und dass man das gar nicht alles wirklich so bis zum Grund in Frage stellen kann, auch nicht mit dieser Offenheit da rangehen kann. Also der Unterschied zwischen Entweder-Oder-Fragen und offenen Warum-Fragen und sowas. Und ich greife nur ein paar Aspekte auf. Also ich glaube, dass der einzelne Mensch in sich ja ein Bewusstsein, ein Verantwortungsbewusstsein entwickeln muss. Man kann das auch Gewissenswerte nennen,
denen er dann folgen muss, auch wenn alle anderen Nein sagen würden. Das heißt, vor einer politischen oder sonstigen Entscheidungsstruktur steht die Frage der eigenen inneren Wertefindung und der Grundorientierung des Menschen. Und davon muss er abhängig machen, ob er sich in Entscheidungsstrukturen mit anderen reinbegibt und in welche Entscheidungsstrukturen. Und sie dürften niemals bedeuten, dass er seine Gewissensmaßstäbe untergräbt oder dahinter zurückfällt. Also diese reife Entwicklung im Einzelnen als Basis für eine reife Demokratiemöglichkeit. Da weiß wahrscheinlich, also ich stelle mal wieder die Frage, aber Sie müssen es jetzt nicht beantworten können, wenn Sie dran sind. Kennt jemand von Ihnen den Begriff Post-Conventional Level? Das ist in der Entwicklungspsychologie die Definition menschlicher Persönlichkeits- und Verantwortungsreife. Und die ist aus meiner Sicht sogar richtig, aber die ist nicht bekannt. Die wird den Menschen vorenthalten. Wir torkeln durchs Leben und denken, wie verändern wir die Welt, ohne in unserem Inneren überhaupt die Frage beantwortet zu haben, wann bin ich denn eine reife Persönlichkeit oder wann habe ich Verantwortungsreife? Das kann uns zeigen, wie sehr wir da torkeln in oberflächlichen Ebenen, wo uns die Wurzeln oft noch fehlen. Und nur zwei Gesichtspunkte dann noch, also zur jetzigen Demokratie. Der Rahmen des Demokratiesystems oder Entscheidungssystems ist nicht demokratisch. Das heißt, das, was hinter den letzten Marionettenvorhängen abläuft, wurde nie zur demokratischen Entscheidung und Gestaltung gestellt. Und Noam Chomsky hat das mal sehr deutlich gesagt. Er hat gesagt, wir leben in einer Scheindemokratie. Den Menschen wird vorgegaukelt, indem man sie auf äußere Spielfelder schickt, wo sie auch heftig diskutieren können, dass sie frei diskutieren könnten. Aber in Wirklichkeit sind es abgesteckte Spielfelder, in denen sie da ihre Meinungen sagen können, gerade um die dahinterstehenden Systemstrukturen weiter ausgeblendet zu halten. Und ich nenne nur ein einziges Beispiel, wie eine Demokratie der Zukunft ansetzen müsste, um das zu durchbrechen. Ich nenne das den Gedanken der Menschheitsdemokratie. Alles, was wir im Moment haben, sind Minderheitenherrschaften über Mehrheiten. Und zwar nicht nur, wenn wir hier im reichen Land Deutschland eine Entscheidung treffen, dass die Kinder der dritten Welt darunter auch leiden, aber nicht mitbestimmen dürfen. Die größte Mehrheit oder Wichtigkeit der Stimmen müssten immer die Kinder der Zukunft haben. Vertreten heute vielleicht durch Wissenschaftler, die auf vertrauenswürdige Weise diese Stimmen mit einbringen könnten. Aber das würde bedeuten, diese Stimmen, sogar wenn jetzt hier 99% der Wähler sich mal wieder bestechen lassen durch Wahlversprechen, dadurch kriegt ihr mehr Geld ins Portemonnaie und könnt mehr konsumieren, aber die Lebensgrundlagen der Kinder der Zukunft werden gefährdet, dann würden die 99%, die heute da sind, alle sagen, ja, mehr Geld in unser Portemonnaie, Antidemokratie sein, gegenüber dem Anspruch, für wirkliche Menschheitsdemokratie sich zu öffnen. Da müssen wir hin und ich lade herzlich ein in dieses Forum. Ne? Weltrettung, ja danke, aber wie? Da können wir das alles zusammenführen und weiter. Nein. Ja, alles klar. Bitte jetzt Gela, Herr Louis Eckenberger, Frau Mesli, Frau Rosus, haben Sie irgendetwas, was Sie anmerken wollen oder sagen wollen? Ja, Herr Eckenberger, Sie sind dran. Übrigens nochmal zur Time-Frage. Kriegen Sie das Piepsen überhaupt mit von der Uhr, wenn Sie dran sind am Reden, Herr Wagner? Kriegen Sie denn das Winken mit? Dann konzentriere ich mich auf das Winken, dann können wir das Piepsen ignorieren. Und dann sage ich im schlimmsten Falle Time. Ja, das hört man dann, glaube ich. Ja? Also, Herr Eckenberger, Ihre Zeit läuft. Danke, also ich würde schon gern was sagen, aber die Gela zum Beispiel hat noch gar nichts gesagt. Ich wollte quasi anmerken, dass ich gern was sagen möchte, solange ich niemand anderem über den Mund fahre. Ich gebe nochmal extra Raum. Vielleicht darf ich da kurz reinspringen. Also Gela hat gerade gesagt, Herr Eckenberger, nein. Herr Eckenberger ist dran jetzt. Gela hat gesagt, sie ist einverstanden, dass Sie vorziehen, ja? Scheint ja so, als wahrscheinlich Diana oder jemand anders gerne sprechen möchte. Ich muss dazu sagen, wir müssen ein bisschen die Disziplin einhalten, denn wir kommen eigentlich inhaltlich kaum voran, weil es ist schon sehr schwierig, drei Experten zu haben. Eigentlich verträgt jede Sendung nur zwei kontroverse Experten. Und jetzt haben wir drei Experten. Wir dürfen jetzt nicht noch einen vierten und fünften Experten dazu nehmen, sondern wirklich ein kurzes Statement und eine kurze Frage eventuell dran hinterher. Herr Eckenberger, los geht's. Okay, ich habe tatsächlich nur ein Statement, glaube ich. Und ich fand es sehr schön, dass die Heide davon gesprochen hat, dass wenn eigentlich fast alle der einen Meinung sind, aber jemand anders mit einer Unzufriedenheit um die Ecke kommt, dass alle total neugierig werden. Mensch, was haben wir denn da vielleicht noch dazu zu erkennen?
Und dass, wenn man jetzt von einem Parteiensystem redet, so interpretiere ich jetzt die Worte, Partei als Teil von irgendetwas, dass eben nie diese wahre Konsenskraft zur Geltung kommen kann dabei. Und weil es teilweise darum geht, wie man das hinaustragen kann in die Welt. Also meine Theorie und Erfahrung, glaube ich, ist irgendwie, dass ich in mir selber durch viel Hinterfragen dahin gekommen bin, dass ich so für mich selber so ein Wertesystem gekriegt habe und aber mit den meisten Leuten festgestellt habe, die machen da nicht mit. Aber langfristig habe ich Leute kennengelernt, den Öffi und vielleicht auch den Dillen und vielleicht alle hier, die da eben schon mitmachen und die dann auch zu ziemlich gemeinschaftsfähigen Ansichten gemeinsam kommen. Und das kann man ja immerhin schon mal machen und immer weiter ausbauen und immer radikaler machen und auch versuchen, zusammenzuleben dabei und immer mehr versuchen, friedlich zu bleiben, wenn andere Leute da nicht so mitmachen wollen. Hatte ich gerade bei meinem Mitbewohner, aber ich komme ein bisschen ins Stottern, aber also das halte ich für das ganz Entscheidende, dass irgendwie keine Perspektive auf der Strecke bleiben muss und dass niemand Angst haben muss, dass er nicht gesehen werden kann und dass stattdessen so lange geguckt wird, bis alle Bedürfnisse in eine schöne Harmonie geschaukelt werden. Danke. Ja, Frau Dr. Göttner-Abendroth, Ihre nächsten 3 Minuten. Ich möchte nochmal zu diesem Begriff Scheindemokratie Stellung nehmen. Das betrifft auch diese Frage, die hier immer wieder gestellt wird mit der Partei. Also es ist klar, wir haben eine Scheindemokratie, denn wesentliche Institutionen in unserer Demokratie funktionieren nicht demokratisch. Das sind die Konzerne, die transnationalen Konzerne, das ist das Militär, das sind die Kirchen, das sind Universitäten, das ist der Kulturbetrieb und so weiter. Die funktionieren nicht demokratisch. Insofern haben wir darüber eine Hülle, wie Herr Wagner sagte, wo diskutiert werden kann, die Scheindemokratie ist. Ich nannte das eine patriarchale Demokratie, weil es nur immer Herrschaftsgesellschaft ist und weil alle diese Institutionen, die ich aufgezählt habe, Militär, transnationale Konzerne, Kirchen und so weiter, patriarchal geprägt sind bis heute, durch und durch. Ja? Die sind fest in Männerhand, Frauen kommen da höchstens als Token, wie sagt man, als Alibi-Frauen vor. Das läuft nach wie vor. Das heißt, die Geldströme und die ideologischen Ströme, die hier eine Rolle spielen, laufen alle durch Männerhand. Darum ist das eine patriarchale Demokratie. Und ich habe Ihnen sehr genau zugehört. Ich frage mich, wie in einer Scheindemokratie patriarchaler Prägung eine Partei überhaupt was ausrichten kann. Ich meine, die Diskussion, auch selbst wenn Sie, ich finde es sehr interessant, was Sie über Ihre Partei sagen. Nur in welchem Gebilde wollen Sie denn hineinwirken? In diese Art von Demokratie, von patriarchal geprägter Scheindemokratie, wo sie diese Institutionen wie Kirchen, Konzerne und so weiter, Militär gar nicht erreichen können. Das ist eine Frage, die ich Ihnen stellen möchte. Es ist eine Frage, ja. Das ist ein Punkt, der für mich völlig offen ist, also soweit ich auch Ihre Statements hier verstehen kann, auf die Schnelle. Und dann hätte ich noch eine Bitte. Das ist eine begriffliche, aber nicht so eine oberflächliche Bitte. Wenn ich hier von den mütterlichen Werten und dergleichen rede und die Offenheit bei Ihnen finde, dass Sie sagen, ja, das Mütterliche und Weibliche muss mehr einbezogen werden. Es gibt das Weibliche und das Mütterliche nicht, sondern es gibt Mütter und es gibt Frauen in bestimmten geschichtlichen und gesellschaftlichen Situationen, während das Mütterliche und das Weibliche, das ist so eine Begriffsfilterung, so eine Art Wesensdefinition, das ist... das sind philosophische Spielchen, die nicht beitragen. Wenn wir davon reden, würde ich Sie wirklich bitten, im Denken konkret die Millionen von Müttern und die Millionen und Milliarden von Frauen zu bedenken und nicht irgendwie das Mütterliche und das Weibliche, denn das ist was nicht Reales. Nur eine kleine Anmerkung an diesem Punkt. Ja, dann wollte ich Sie fragen noch, wenn meine 3 Minuten noch nicht um sind, ich bin ja hier, haben Sie denn eigentlich noch konkrete Fragen an das Thema Matriarchat? Denn ich habe Ihnen zugehört, was Sie erzählen, aber ich habe eigentlich gehofft oder gedacht, dass Sie mich fragen wollen, wie eigentlich matriarchale Muster funktionieren können und uns etwas zu sagen hätten noch. Aber ja.
Vielleicht war das Ja, die Frau Dr. Göttner-Amrau, Meinung. das ist das Dilemma, dass im Moment, wir haben überall, auch in den Talkshows, immer wieder mal das Problem, dass wir nur Sender haben, aber gar keine Fragenden, weil irgendwie alle eine Botschaft haben und alle reden dann munter aneinander vorbei. Und die Situation haben wir auch. Und ich versuche trotzdem, diese Brücke zwischen Matriarchat und Politik wieder zu schlagen in meinen jetzt kommenden 3 Minuten, nämlich hier. Ich will mal ganz deutlich machen. Es geht nur über solche Wege ungefähr so ähnlich wie: Wir führen eine Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme ein, als gemeinwohlorientiertes Zentralelement, weil dann plötzlich alle Konzerne ihre Verdienstzuschüsse berechnet bekommen nach dem Wohlfühlen der Kunden, der Mitarbeiter und der Anwohner. Und das wird vom Bundeswahlleiter, werden diese Wohlfühlstimmen quasi empfangen. Also wir senden sie ihm, er empfängt, ja? Und dann haben wir als nächstes Teil in der Demokratisierungskette Vorwahlen, Millivolksentscheide. Da kommt zum Beispiel eine Frau wie Frau Roussos und sagt, ich kann es besser als Frau Merkel und oder besser als der Ministerpräsident Laschet zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Und ich beim Bundeswahlleiter in der Reihenfolge der Anmeldung schafft er die Situation sogenannter Vorwahlen-Mini-Volksentscheide, wo zum Beispiel 4 Kandidaten, 3 Kandidaten gegeneinander antreten und wer dann häufiger solche Rennen gewinnt, welche Frau zum Beispiel, wenn Frau Roussos dies häufiger gewinnen würde, würde sie dann den Ministerpräsidenten Laschet oder Frau Merkel herausfordern dürfen in solch einer Vorwahlen-Mini-Volksentscheid. Übrigens und dann, wenn Sie das auch noch gewinnen, Frau Roussos, dann können Sie auf Neuwahlen bestehen, sei es im Bundesland als auch im Bund. Denn dann haben die Wähler nämlich, die Stichprobe hat entschieden, man will lieber Frau Roussos als Frau Merkel. Und so wird die Politik unter den Zugzwang gesetzt, sich endlich um die Wählerinnen zu kümmern und nicht mehr mit den Konzernen zu reden. Und ich habe noch vergessen zu sagen, bei Einführung der Wohlfühlstimme endet am nächsten Tag jeglicher Lobbyismus, weil die Politiker halt ab der Sekunde auch nie wieder einem Konzern zuhören würden oder einem Lobbyisten zuhören würden, nach dem Motto, ich mache doch nicht den Bock zum Gärtner, ne? Und wenn wir dann noch die Volksentscheide ab und zu dazu nehmen, und zwar so vielleicht alle 3 Monate, ja, dann haben wir, und wenn wir dann noch die ganzen Medien reformieren, wie wir das wollen, völlige Werbefreiheit und dann wir Demokratie pur, freie Argumente, Plattform, Talkshows, jeden Tag 3 Stück davon, morgens eine, einem anderen Sender nachmittags und abends, dann üben wir uns in Demokratie und üben das über Telefonanrufe, überhaupt erstmal demokratisch über neue Ideen, über neue Argumente, über neue Reformlösungen nachzudenken. Und dann haben wir tatsächlich so etwas wie eine beginnende Demokratie. Und jetzt bin ich wieder nicht dazu gekommen, stärker über die positiven Anreize zu reden, denn die Lösung liegt in den positiven Anreizen für die Wirtschaft und die Gesellschaft, dass das quasi nicht mehr möglich ist, Profit auf Kosten der Menschen zu machen. Und das ist das Zentrale. Aber Herr Wagner ist dran, deswegen halten wir uns an die Ordnung. Herr Wagner. Ja, danke schön. Also ich will mal erstmal wieder sagen, ich bin sehr dankbar für unseren Austausch und ich glaube, auch die Frage, wie sieht das aus mit dem Fragen stellen und Antworten geben? Also mein Blick ist immer, inwiefern reden wir oder wie können wir es so machen, dass wir nicht aneinander vorbeireden, sondern aufeinander zu? Und ich glaube, da gibt es Möglichkeiten, zu denen ich auch herzlich einladen will. Weil wir alle können, glaube ich, das Potenzial ja immer weiter ausschöpfen, die Lösung zu sein, die wir für richtig halten oder die wir in der Welt leben wollen. Wir können uns ja fragen, wie leben wir? Also leben wir denn so, dass es eine weiterentwickelte oder aufgeklärte matriarchale Kommune oder so einen kleinen Versuch oder Experimente in der Richtung, dass es das sind? Also dieser anarcho-kommunistische Endzustand, den ich da versuche zu leben, da ist ja das Faszinierende, dass die Grundideen, das sind so Träume, die geistern durch die ganze Menschheitsgeschichte. Also Anarchismus heißt, wir einigen uns, statt dass welche von uns mit Herrschaft über die anderen bestimmen.
Und Kommunismus heißt im Prinzip dieses menschheitsgeschwisterliche Teilen. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen, damit es allen gleich gut geht. Und der Endzustand ist schön beschrieben, auch bei Marx und den anderen, Lenin, sodass die Menschen am Ende so sehr in dieser Verbundenheit sind und freiwillig miteinander entscheiden und teilen wollen, dass, wie es da so schön heißt, der Staat dann wegfallen kann. Das ist nur noch eine Organisationsfrage, wie die Postverteilung. Und es ist so, wir können dann diese geschwisterlichen Lebensformen praktizieren. Der Witz ist nur, in der Geschichte hat dann die kommunistisch-sozialistische Bewegung gesagt, der Mensch ist dafür noch nicht imstande, ist noch nicht reif dazu. Wir brauchen eine erzieherische Zwischenphase, den sogenannten Sozialismus. Und da müssen die Menschen unter einer herrschenden Partei erstmal so fit gemacht werden, damit sie diesen eigentlichen anarcho-kommunistischen Endzustand irgendwann leben können. Und ich sage, lasst uns einfach uns von diesen falschen Erziehungsmodellen auch freischütteln, zumindest wo wir es können oder soweit wir es können. Lasst uns sagen, wir können das Freie miteinander entscheiden, das können wir direkt tun, wenn wir es wollen und uns da auch vielleicht zu erziehen und uns gegenseitig helfen, dahin zu kommen. Und wir können menschheitsgeschwisterlich miteinander teilen. Und da lade ich eben alle von euch ein, konkret, wir können da weiter drüber reden. Da ist sowas wie das Forum eine Möglichkeit, in die Gründlichkeit zu kommen. Also Forum, Weltrettung, ja danke, aber wie? Und ich habe ja über ganz Deutschland verstreut bis zu 15 Adressen schon. Wo wenn jetzt hier jemand, der hier heute mitredet, sagt, ich möchte das so weit leben, wie ich kann, dann lade ich ein zu prüfen, ob die Orte, die ich da anbieten kann, dafür einen Rahmen bieten oder ob man einen besseren Rahmen hat. Ansonsten, bevor wir tot sind, sollten wir gucken, dass wir unsere Träume versuchen, so ganzheitlich wie möglich in die Tat umzusetzen, auch gemeinschaftlich, dass wir es leben, was wir für richtig halten. Ne? Ich mache es ohne Staat und Geld seit 30 Jahren. Und so sind der Louis, der hier dabei ist, und die Gela, die sind jetzt sozusagen schon, um mal zu zeigen, wie man auch zusammenkommen kann im Gespräch dann. Louis und Gela sind schon mitbeteiligt in solchen Projektversuchen, in solchen Kommuneversuchen, sind da schon mit integriert. Diana habe ich eingeladen, ihr Konsensforschungszentrum in den Mittelpunkt einer solchen Revolutionskommune zu setzen, weil da pulsiert dann das Leben und da ist es am Herzen dran. Und so lade ich sie alle ein und auch Parteien, das war die Frage von Frau Göttner-Abendroth, können in die Richtung arbeiten, wenn sie zum Beispiel sagen, wir wollen eine korruptionsfreie Argumenteprüfungsplattform. Ja, weil uns die Zeit davon rast, bitte wieder aus der Runde der Fragenden wieder eine Frage von einer Minute und vielleicht, also ein Kurzstatement, aber dann vielleicht auch eine Frage. Wer hat irgendwas in die Richtung? Jana wollte ja jetzt was sagen, ja, wenn niemand anderes will, könnte Jana noch was sagen. Aber bitte nur kurz, weil wir zerfasern. Also wir wollen ja, dass alle Experten gehört werden, aber wir können nicht in einer Sendung 10 Experten hören. Wir reden sowieso alle nur aneinander vorbei. Keiner kann auf den anderen eingehen, weil wir sind hier schon 3 teilweise aneinander vorbeirredende Experten. Wenn wir jetzt dann 6 aneinander vorbeiredende Experten hätten, geht gar nichts mehr. Also eigentlich sind 2 für eine Sendung immer genug. Aber wir haben heute halt mal 3, ne? Und auch nächste Woche dann nochmal. Jana vielleicht, was Sie vorhin sagen wollten. Ich bin noch am Überlegen, weil tatsächlich ich sehe ein, dass ich meine Frage schuldig geblieben bin an Heide. Mich würde mal interessieren, in welchen, also ich kann natürlich auch was zu Parteien sagen und dass man sozusagen dann als Parteien nicht nur in sich sozusagen geschlossen agiert, sondern rausgeht und die Leute befragt, was sie wollen, was ihnen wichtig ist und dann halt solche Profile erstellt sozusagen und richtiggehend als Partei dann dadurch auch quasi Verbreitung und Öffentlichkeitswahrnehmung sozusagen erzeugt, weil man quasi rausgeht und das System, das man selber praktiziert als Bottom-up-Demokratie, direkt mit den Leuten macht und sowas wie quasi Profile über den Wählerwillen erstellt, der dann auch quasi handlungsleitend ist dann für die entsprechende Politik, den Politikeintrag der Partei. Und das kann man dann auch quasi verfassungsschutzmäßig sogar sozusagen auch wiederum prüfen, ob das auch erfolgt ist und so weiter. Jetzt bin ich dann warte ich und ich überlege mir noch mal ein paar Fragen an dich, Heide. Tut mir leid, dass ich jetzt schuldig geblieben bin bisher. Bitte, Frau Dr. Abendroth, Ihre nächsten 3 Minuten. Ja, also gut, die Frage ist noch nicht angekommen. Das haben Sie fast selbst gemerkt, Jana. Ich wollte noch etwas sagen zu dieser Geschichte mit
Kommunismus, der so seine Sozialismus, Kommunismus, der so seine Utopien hatte und seine Entwicklung, und die Anarchisten, die so ihre Utopien hatten und ihre Entwicklung. Das Problem, ich muss es leider jetzt auch plakativ sagen, wegen der Kürze der Zeit, ist, dass da haben Utopien drin gesteckt, die unrealistisch waren. Weil sie insbesondere, wie gesagt, die Millionen von Frauen und Müttern und deren Perspektive überhaupt nicht in Rechnung gestellt haben, noch nicht mal danach gefragt haben. Ich möchte nur noch hinzufügen, Matriarchate ist nach meiner Forschung sind keine Utopie. Die hat es gegeben, es gibt die in letzten Enklaven heute noch, und da, wo es sie heute noch gibt, waren diese Regionen früher alle von diesen Mustern geprägt. Das heißt, soweit meine Forschung jetzt reicht, hat es Matriarchate enorm lang in der Menschheitsgeschichte gegeben, und zwar nicht als Utopien, sondern als gelebte, herrschaftsfreie Gesellschaften, die sämtliche Perspektive integriert haben. Die der Männer, die der Frauen, die der Jungen und die der Alten. Und in ihrer Politik das integrieren konnten und dadurch eine unglaubliche Überlebenskraft haben, sodass es die letzten Beispiele davon heute noch gibt. Nicht? Das ist doch erstaunlich. Man muss sich wundern, dass es sie überhaupt noch gibt. Ich will jetzt nicht auf die anderen Forschungsfragen eingehen, aber das möchte ich mal zu bedenken geben, dass vielleicht im Sozialismus und im Kommunismus und bei den Anarchisten die Utopien, die drin steckten, zu kurz gegriffen waren, weil ganze Teile der Bevölkerung überhaupt mit ihrer Perspektive nicht zum Zuge kamen. Danke, dass Sie mir zugehört haben. Das war jetzt sehr kurz. 1, 2, 3. Ja, meine 3 Minuten. Es ist aber schon nach 9 Uhr. Wir sind schon über 2 Stunden zusammen. Ja, deswegen. Und wir haben über alles Wichtige noch nicht gesprochen. Wenn wir vielleicht noch eine Runde machen oder so. Ja, wie Sie eine Runde. Und dann, und wir haben ja auch dann noch nächste Woche, Montag. Aber dass wir vielleicht, wollen, wie Sie wollen, wenn Sie dann sagen, wir sollen die Schlussrunde machen, warum machen wir die Schlussrunde? Ich überlasse es Ihnen, wann Sie das sagen. Aber jetzt bin erstmal ich dran. Also ich muss erstmal ein bisschen freundlich schimpfen, weil für mich ist so vieles so absolut weltfremd, was heute geäußert wird, und so realitätsfern. Ich sag mal, was die Realität ist. Ich ärgere mich darüber, dass ich, wenn ich im Supermarkt oder im Markt einkaufen gehe, im Prinzip nur die Wahl habe zwischen weniger giftiger Nahrung und stärker giftiger Nahrung. Das ist, was uns Bürger beschäftigt. Und wie kriege ich eine gesunde Nahrung in den Supermarkt rein, indem der Marktleiter nur noch dann Verdienstzuschüsse kriegt, wenn meine Gesundheitsdaten, meine Wohlfühlstimme und meine Langlebigkeitsdaten und die von Tausenden und zigtausenden Kunden besser werden, dann wird er plötzlich zum ersten Mal ein Interesse dran haben, mit dieser Lieferung von giftigen, krankmachenden Lebensmitteln, der Vergiftung unserer Kinder mit Zuckernahrung und so weiter, endlich aufzuhören hören und uns gesunde Nahrung zu liefern. Und das geht nur über richtige Reformen und gekonnte praktische Reformen. Aber bis jetzt haben wir 2020 und die Basis quasi diese konkreten Reformen, die ein Potenzial von 56% haben, völligst ignoriert. Und das ist traurig, obwohl ich auch mit den Parteivorsitzenden, mit allen telefoniert habe und es auch gute Gespräche waren. Aber man ist quasi tritt die Basisdemokratie und die Expertenoffenheit mit Füßen. Da wird sogar davon gesprochen, dass man, dass die Entscheidung für einzelne Experten die wichtigste Entscheidung von Politik überhaupt ist und dass man deswegen immer die andere Seite auch hören muss. Aber genau das Gegenteil wird gemacht. Zum Beispiel wir als andere Seite wurden noch nicht richtig gehört. Ja, und dann, was mich beschäftigt, ist, dass wenn ich zum Hausarzt gehe, dass ich Angst davor haben muss, dass der mir aus Geldgründen irgendeine, ich habe mal ein Beispiel gerade, ich hatte Vorhofflimmern, das ist lebensgefährlich teilweise, ja. Und dann habe ich mich selbst therapiert, indem ich als Gesundheitsberater seit zum ersten Mal geschafft habe, eine funktionierende Abnehmtechnik zu erreichen. Ich war immer schlank, aber vermeintlich schlank, ja. Ich habe 16 Kilo abgenommen und seitdem habe ich nie wieder Vorhofflimmern gehabt. Man wollte mich sofort, man hat im Krankenhaus, hat man mir schon die Nadel reingerammt und wollte mich sofort operieren. Oder die Hausärztin gegenüber wollte mich sofort zum
Operateur schicken und so weiter. Alles, und ein Bekannter hat mich zum Operateur empfohlen, damit es da eben, damit die Kasse klingelt, 3.000 Euro, 5.000 Euro für die Operation, ja? Und dabei hätte man mir nur sagen müssen, nehmen Sie ab, Sie haben zu viel Bauchfett rund um das Herz, nehmen Sie das ab und dann geht auch das Vorhofflimmern weg. Und ich musste es selber lösen. Und wir haben ja auch bei uns Ärzte dabei und Professoren, die also absolute Gesundheitsspezialisten sind. Aber diese praktischen Probleme, letzter Satz, der Arzt muss belohnt werden, wenn er bei seiner Klientel die Wohlfühlstimmen nachweislich verbessert, die Gesundheitsdaten verbessert, dass jemand, der aus einer typischen Krebsfamilie stammt, keinen Krebs bekommt, dafür gibt es bares Geld. Und wenn die Leute total langlebig werden, Richtung 127 Jahre alt werden. Das sind konkrete Reformen. Und mein Wunsch ist, dass wir mehr auf dem Boden der Realitäten stehen. Und darüber kommen wir dann über die, in Richtung der Hausarztkommunen und der Hausarztersatzpraxiskommunen. Darüber kommen wir dann in die ersten Wohngemeinschaften, Mehrgenerationenwohngemeinschaften und dann in Richtung matriarchale Clans und Kommunen. Das ist unsere praktische Strategie, wo wir ganz konkret Lösungen und ganz klare Pläne haben. Herr Wagner, Ihre 3 Minuten. Ja, danke schön. Und dann mache ich mal das kühne Experiment, lösungsorientiert die Fäden zusammenzuführen und das Ganze noch mit Fragestellungen zu verbinden. Und dass es nicht weltfremd ist. So. Also ich glaube, dass wenn wir jetzt hier gemeinsam gründlich den Dingen auf den Grund gehen, miteinander da weiter drüber reden, zum Beispiel im Forum, ne? Weltrettung, ja danke, aber wie? Dann wird es gar nicht schwer sein herauszufinden, dass tatsächlich die freie Argumentekultur oben drüber über alle Parteiprogramme gehört. Und dann müsste man direkt die Frage stellen an die Parteien, seid ihr dazu bereit? Oder warum haltet ihr das für verkehrt? Oder was haltet ihr denn für besser? Lasst ihr euch da auf so eine kritische Prüfung ein. Das Zweite ist, als Reformkonzept glaube ich, dass ohne Zweifel rauskommen wird, dass sowas wie die Wohlfühlstimme ein geeignetes Instrument für den Umbau ist. Und dann kann man auch wieder fragen, habt ihr was Besseres? Wenn nicht, dann öffnet euch dafür und übernehmt das Konzept. Und das kann zu solchen Vertrauensarztkommunen führen, und da hat der Dylan recht, das kann die Brücke sein zu diesen Lebensformen, die dann ganzheitlich werden. Meine Frage auch, also sowohl an die Parteien wie an jeden jetzt hier im Kreis, lebst du die matriarchale oder wie auch immer zu nennende Kommune oder den Clan? Wenn nicht, ich biete an, ich habe Orte, wo ihr da euch so weit wie möglich dosieren könnt in dieser Richtung. Probiert sie aus oder ihr habt vielleicht eine Chance verpasst. Also meine Frage, wie sehr lebt ihr eure Träume? Und sonst könnt ihr zumindest mal als Praktikum oder Urlaub gerne kommen und könnt in solchen Kommunen versuchen, euch ausprobieren. Wenn ihr es nicht macht, habt ihr was Besseres oder ist es eine vertane Chance? So, also das sind jetzt mit Fragen verbunden, so ein paar Fäden zusammengeführt aus dem, worüber wir heute gesprochen haben. Und ich glaube, das ist das Gegenteil von weltfremd, weil wenn die Parteien so reformoffen sind, dann werden sie durchschlagende Erfolge in der Umwandlung der Gesellschaft erzielen können. Und wenn jeder von uns hingeht und seine Träume leben will und kommt in solche Kommunenversuche und probiert es aus, dann kommt er dem Gandhi-Prinzip am nächsten. Sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Ja, danke schön. Ja, das war wirklich mal jetzt konkret. Das hat mir gefallen, weil jetzt, das war jetzt kein luftleerer Raum, sondern Sie haben es ja gesagt, Herr Wagner, weil Sie haben noch ein bisschen Redezeit übrig. Sie haben es ja richtig gesagt gehabt. Dass wir natürlich denken an einen Übergang über die Hausarzt-Gesundheitskommune in die matriarchalen Kommunen und Clans hinein. Ja? Dass der Hausarzt das anregen wird, weil die Leute dort gesünder und glücklicher leben. Und das ist Realpolitik und das geht nur über Parteien und es geht nur über Sie, Frau Rosus und Frau Mesli und die anderen und Frau Sabine Meyer-Paris, mit der ich lange gesprochen habe, 2 Stunden telefoniert. Es geht nur über diesen Weg. Aber es geht nicht darin, indem man Experten wegfiltert und sich auf Anthroposophie konzentriert. Nein, wir müssen sprechen mit Frau Dr. Abendroth, Göttner Abendroth, wir müssen sprechen mit Hans-Werner Sinn, wir müssen sprechen und dann klar sehen, was geht und was geht nicht und was sind unrealistische Träume. Denn damals, es gab viel unrealistische Träume und da helfen uns solche bodenständigen Volkswirtschaftler, können uns da manchmal helfen, auf den Boden zu kommen. Bitte wieder eine Frage aus dem Kreis der Fragenden. Wieder ein kurzes Statement, 1 Minute, oder will Jana ihre Sache zu Ende bringen?
Dylan, ich füge nur hinzu, ich glaube, wir brauchen die Parteien und wir brauchen die außerparlamentarischen, Außerparteienwege. Beides. Wir brauchen die Verknüpfung beides, beide, ja? Beides. Ja. Ja, Jana, vielleicht die Frage dranhängen jetzt an das Statement vorhin. Und bitte so konkret wie möglich. Wir wollen eine Gesellschaft aufbauen, eine neue, eine Richtung Matriarchalität. Mich würde mal von Heide interessieren, inwiefern es Studien gab, die Befragungen quasi in matriarchalen Gesellschaften und Clans, die sozusagen so gestaltet waren, dass sie auch vielleicht in so einem Mehrphasensystem quasi irgendwie mal Demokratie nachgestellt haben. Also was wurden da für Fragen gestellt? Was gibt es da für Studien, die sozusagen dann auch erfragen, was sie wollen quasi, um vielleicht auch da die Entscheidungsfindung in irgendeiner Form ja, zu messen oder abzubilden? Also welche Studien gibt es, die konkret auf die Strukturen der Entscheidungsfindung, vielleicht auch auf einer psychologischen Seite her, abstellen? Gibt es da Studien? Du meinst Studien an matriarchalen heutigen Gesellschaften? Ja. Die sind gar nicht an unseren Studien interessiert. Die sind daran interessiert, dass wir sie in Ruhe lassen. Entschuldige, wenn ich das so deutlich sage. Und zum Thema Demokratie kann ich euch ein Originalzitat, ich glaube, es ist von einer indischen matriarchalen Frau, die hat gesagt, dann kamen die, oder nee, von der Irokesin, die hat gesagt, dann kamen die Weißen und wollten uns erklären, was Demokratie ist. Das brauchen wir nicht, denn das haben wir schon lange in einer ganz anderen Form. Das heißt also, wir glauben immer, dass wir alles, dass das Objekte sind, wir da studieren können, was wir wollen. Das war mir nicht möglich. Ich konnte nur Freundschaften knüpfen, in Dialog gehen mit ihnen und sie bitten, mir von ihrem Wissen mitzuteilen und wovon sie nicht mitteilen wollten, da war meine Bitte vergeblich. Also wir müssen einfach mal diese Gesellschaft als menschliche gegenüber ernst nehmen. Nun kann ich deine Frage leider nicht beantworten, Jan. Ich kann nur das sagen, was ich am Anfang gesagt habe. Jetzt noch kurz etwas zu dieser realitätsfernen Sache. Also ich glaube, wir leben in verschiedenen Realitäten. Ich möchte mal auf die Realität verweisen, dass Millionen und Milliarden von Müttern gratis ihre zukunftsweisenden Leistungen, die nächsten Generationen zu schaffen, in die Welt setzen, dass sie das schaffen, dass das existiert, dass Millionen und Milliarden von Frauen unterprivilegiert sind und schlechter bezahlt arbeiten. Das ist die Realität, die ich kenne. Und das ist eine unglaublich harte und brutale Realität, die ich von anderen Menschen kenne, die ich von Freundinnen kenne, die ich selber kenne. Und ich muss sagen, wenn das nicht berücksichtigt wird, dass diese unglaubliche Arbeit von Frauen, die dann nach oben fließt im System, das kapitalistische System schöpft Milliarden Gratisarbeit ab, die in der Mehrheit von Frauen stammt, wenn das nicht mitgedacht wird, dann halte ich die Argumentation für realitätsfern. Denn da ist tatsächlich die Basis, da ist der Boden, da kommt das Ganze her. Es wird weder gesehen, noch gewürdigt, noch ernst genommen. Aber das Ganze, die ganzen Güter, alles, was da drin steckt, später, die erwachsenen Kinder, die dann ins System integriert werden, ihre Arbeitsleistung bringen, abgeschöpft werden wieder, das findet man dann oben bei der akkumulierten Spitze des Kapitals. Und das muss man in Rechnung stellen, wenn man überhaupt die Realität in den Griff bekommen will, meine ich. Ja? Das ist mal entscheidender Boden. Immerhin möchte ich kurz eine ganz elementare Tatsache nennen, dass Frauen die Hälfte der Menschheit sind, was in vielen Köpfen überhaupt vorkommt. Ja? Dann möchte ich nur etwas sagen. Ich habe zugehört, welche Strategien ihr habt, habe versucht, sie zu verstehen, soweit es mir in der Kürze möglich ist. Ich möchte beim nächsten Montag eine andere Strategie vorschlagen. Es ist wirklich anders und hoffe dann mit euch auf eine interessante und kontroverse Diskussion. Mehr möchte ich für heute Abend nicht mehr sagen. Ja, herzlichen Dank. Also, ich gehe direkt darauf ein, auf das Thema Frauenpolitik. Denn wir können natürlich als Partei immer nur Übergangsstrategien hin zum Matriarchalen gehen, so wie es Herr der Wagner ja eben richtig gesagt hat. Und unsere Frauenpolitik würde bedeuten, dass erst einmal jede Frau, die ein Kind bekommt, ab dem Moment der Geburt steuerfrei gestellt wird.
wenn sie arbeitet. Wir haben ja das Schicksal vieler Karrierefrauen, ja, steuerfrei gestellt wird, eventuell sogar abgabenfrei gestellt wird. Allerdings über der Steuerfreiheit kann man streiten, ob man das 50% macht, 70 oder 90 oder 100%. Von mir aus auch gerne 100%. Ja, ja, denn, ja, aber ich bin noch nicht fertig. Und dann, wir wollen, dass die Frauen, also erstmal jedes Unternehmen kriegt auf Staatskosten einen Betriebskindergarten. Jede Mutter kriegt für eine sogenannte Kindersekretärin gestellt von Staats wegen, weil sie sozusagen, sie soll bei der Arbeit stillen können und dann macht die Sekretärin vielleicht ein paar Arbeiten weiter, die gerade anliegen und dann nimmt sie das Kind wieder mit und in den Betriebskindergarten und dann kommt es wieder zurück zum Stillen. Also das Mutter sein und arbeiten als Übergang hin zum Matriarchalen erst einmal wieder verbunden werden und wieder möglich werden. Also dass nicht mehr Mütter bestraft werden mit der Doppelbelastung Haushalt, Kinder und Arbeit. Ja? Also das ist ja eine Strafe, was wir da machen in der Welt. Wir beuten ja die Frauen wirklich aus. Das sind vielleicht die einzigen wirklich Ausgebeuteten in der Welt. Und das müssen wir doch jetzt als konkrete Reformen, als Übergangsweg hin lösen. Und dann noch komme ich wieder zurück. Der Hauptübergangsweg sind diese Hausarzt-Gesundheitskommunen. Wenn der Hausarzt dann am meisten Verdienstzuschüsse gibt, wenn er ein Freizeit- und Wochenendangebot bietet, wo es von Ernährungsberatung über Tanzkurse, über Sport, Fitnessstudios, Singen, Tanzen, Musizieren, alles kostenlos gibt, dann entsteht da eine Evolution in Richtung Gesundheitsbewusstsein und plötzlich sagt der Hausarzt, ja, wer von Ihnen möchte denn mal versuchen, in einer Wohngemeinschaft zu leben? Denn wenn ich Sie gut supervidiere und als Mediator gut begleite dann und Ihre Konflikte löse, denn wir sind ja alle zum Hass und Streit aufgehetzt worden durch den Kapitalismus. Ja, und wenn wir dann alle wieder glücklich lernen, miteinander zu leben, dann probieren Sie doch vielleicht mal den nächsten Schritt aus, nämlich mal eine matriarchale Clanstruktur auszuprobieren, wo es ja natürlich dann auch mehrere Clans braucht und so weiter. Und irgendwann, und manche haben dann vielleicht sogar Lust, mal das urmatriarchale System auszuprobieren. Und dann haben wir so etwas wie die experimentelle Gesellschaftsgestaltung. Das ZEG heißt ja Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung und Tamera und so weiter, Portugal. Ja, also dann haben wir ganz konkrete Schritte, wie wir Übergangsformen schaffen, wie wir vom jetzigen grausamen System hin uns annähern dem Matriarchalen. Aber das geht nur aus meiner Sicht nur über reale Politik. Und wie Herr Wagner jetzt gleich wieder sagen wird, parallel dazu kann man das auch schon direkt versuchen. Nur ich habe selbst in Kommunen gelebt und die Macht des Systems war immer so groß, dass man nicht konnte. Zeitlimit enorm, ja. Finde ich. Ja, wirklich. Ja, ich bin ja auch schon fertig. Bitte. Ich war gerade fertig. Ja, wir schreiben das ständig und das ist etwas frustrierend für die anderen Experten. Ja, aber wir haben eigentlich niemanden gehabt, der das Zeitlimit nicht überschritten hat. So, Herr Wagner. Ja, wir reden ja am allermeisten und ich meine, vielleicht möchten andere auch noch was sagen. Ja, Herr Wagner ist jetzt dran. Der hat jetzt seine 3 Minuten. Also ich sage Dankeschön wieder und ich glaube tatsächlich, es tut uns allen ja gut. Wenn wir gucken, stehen wir mit den Füßen fest auf dem Boden. Also ich sage es aber mit der Sowohl-als-auch-Haltung. Ich glaube, dass auch die abstrakten wissenschaftlichen Studien, die Leute machen, können auch was Wertvolles sein, überhaupt gar keine Frage. Aber ich kann sehr gut verstehen, wenn da ein Naturvolk sagen würde, ihr kommt her und wollt da Studien über uns machen. Wir haben hier eine Lebenswirklichkeit. Kommt her, seid uns Freunde, lebt mit, fühlt euch ein, wie das bei uns funktioniert. Dann seid ihr der Wirklichkeit näher als mit den abstrakten Theorien, die so drüber schweben und gar nicht wirklich ins Leben eintreten. Ich glaube allerdings wirklich, dass eben Konzepte dann, wie das die Next Scientist for Future mit der Wohlfühlstimme, also dass bei jedem Menschen geguckt wird, wie geht es ihm jetzt wirklich? Das ist Basisdemokratie, auch im wirtschaftlichen Sinne, auch im Sinne da Wirtschaftsreformen durchzuführen. Ich wüsste nichts Besseres und da müsste man sich einfach darauf einlassen, das richtig so zu prüfen. Wie viel Substanz hat das? Und oft diese Vorstellung, dass dann über die Vertrauensarztkommunen das hingeht zu diesen gelebten ganzheitlichen Gemeinschaften. Also wie soll es denn besser gehen?
Und ich kann da sagen, also ich rede aus gelebter Wirklichkeit. Also ich habe eine Frau und ein Kind gehabt. Ne? Das Kind ist in einer alternativen Gemeinschaft von einem Frauenarzt, der da war, im Zelt in der Nacht in die Welt gebracht worden. Der hat gesagt, er hilft uns ohne Geld und so etwas. Ne? Also wie geht es denn, wenn man sagt, man macht nicht einfach mit im System, sondern man stellt sich auf andere Füße und macht Lebenswirklichkeit? Da würde ich mich gerne darauf einlassen, auf das Gespräch mit jedem, der da Fragen hat oder Zweifel hat. Dann können wir da schauen, wie kann das so richtig handfest und gelebt sein, auch Gemeinschaft, auch soziale Bezüge. Wir haben hier einen Anfang gemacht. Die Einladung steht bei mir. Wer möchte, kann bei mir schauen, inwiefern lebe ich die Veränderung, die ich richtig finde, und inwiefern lade ich euch ein, dabei auch beliebig intensive gemeinschaftliche Formen zu praktizieren. Lasst uns alle weiter denken und uns gegenseitig befruchten, mit den Impulsen, die wir einander geben können. Ja, danke schön. Sogar zu kurz im Moment, aber ich habe es richtig verstanden, dass das Plädoyer war, dass wir jetzt eine Schlussrunde machen. Jeder Teilnehmer 2 Minuten zum Schluss. Ja, habe ich es richtig verstanden? Mal zu Wort kommen, 3 Minuten als Expertin. Ja, aber wie gesagt, wir haben hier unser Format und wir haben alle überzogen. Ich habe hier niemanden gesehen, der nicht minutenlang überzogen hat bis jetzt. Wir haben alle ein bisschen überzogen und wir sollten uns so, wollen wir noch eine Runde machen oder machen wir jetzt die Schlussrunde? Ich möchte in dieser Runde nochmal Stellung nehmen, die Sie eröffnet haben, in dieser Runde. Ich würde auch gerne Heide nochmal hören. Ja. aber bitte schön, das funktioniert dann so, dann müssten wir noch mal eine ganze Runde machen jetzt. Wir haben es ja schon gemacht. Sie haben angefangen, Herr Wagner hat dann gesprochen. Ich habe nicht angefangen, Sie haben angefangen. Sie fangen immer an. Sie fangen immer an. Ja, da sehen wir schon das Problem des Demokratischen. Sie dürfen immer zuerst reden, ich als Zweiter, Herr Wagner als Dritter. Und entweder wir machen noch mal eine ganze Runde oder gar nicht. Und machen die Schlussrunde. Also konsensieren wäre einfach, gibt es Einwände, dass Heide nochmal 3 Minuten spricht? Ja, es gibt Einwände. Das ist der falsche Weg an Basisdemokratie. Man muss auch eine gewisse Disziplin einhalten und es macht keinen Sinn, dass wir jetzt sozusagen, wir sind so weit von der politischen Realität weg, wie nur möglich, und entweder wir machen noch eine Runde, ich mache gerne noch 3 Runden, ich bin noch topfit, ja, ich werde erst richtig warm, aber wie ihr wollt. Also von mir aus eröffnen wir jetzt noch eine nächste Runde. Ich bin für noch eine Runde. Was, noch eine Runde, ja? Ich bin für noch eine Runde. Ja, dann Frau Dr. Göttner-Abendroth, jetzt haben Sie wieder 3 Minuten. Ja? Aber eine Frage war jetzt noch fällig. Ja, eine Frage muss doch dazwischen, richtig. Aber das hatte ich gerade nur angemahnt, nur das. Die Frage ist noch fertig und dann spreche ich noch 3 Minuten. Ja, genau. Bitte irgendjemand jetzt noch mal ein Kurzstatement und eine Frage. Ja. Aber keinen Expertenvortrag jetzt, bitte. Ja. Wir haben zu viele Experten heute. Da kann man nicht darauf antworten, auf diese vielen. Gela, vielleicht irgendwas? Eine Frage habe ich auch nicht mehr. Es wurden sozusagen alle beantwortet. Mich hat sehr interessiert, wie bekommen wir das materiale System in unserer jetzigen Zeit? Sehr interessierend tue ich mich eigentlich. Wie kamen wir jetzt überhaupt weg von den matriarchalen Kulturen oder Strukturen oder den, dass die Frauen nicht ausgebeutet wurden, also oder eben jetzt ausgebeutet werden. Aber auch da habe ich schon schöne Antworten bekommen. Also ich bedanke mich einfach in der Runde jetzt für den Vortrag von der Frau Göttner-Abendroth und die Mitteilungen von allen und die Fragen. Es war sehr interessant. Vielen Dank. Dann geht es weiter. Ja, Frau Dr. Göttner-Abendroth, die letzte Durchgang, 3 Minuten wieder für Sie. Ja, danke. Also ich möchte nochmal zu dem, was Sie gesagt haben, wieder etwas anmerken.
Also sie haben dann vorgeschlagen, wie die Schritte für Frauen gehen sollen, also Kindergarten, Kitas und so weiter und so weiter und so weiter. Also von der, der Frauenperspektive her, die kenne ich mein Leben lang und ich bin aktiv in der feministischen Bewegung, der alternativen feministischen, nicht in der gleichheitsfeministischen. Wissen Sie, was Sie da vorschlagen, das ist pure reformistische Politik. Die gibt es ja schon in der CDU und sonst wo überall. Die führt nicht weiter. Die sprengt und die überschreitet auch nicht das System, wie es jetzt ist, sondern wissen Sie, was ich eben problematisch gefunden habe? Ich will ganz offen sein. Sie haben einfach über Frauen geredet, dass die das und das und das und das haben sollen. Haben Sie Frauen gefragt? Haben Sie Frauen gefragt, was sie wollen und wie sie das sehen? Ja, haben Sie. Ja, gut, dann bitteschön, dann sind wir halt bei der Feminist, bei der reformistischen Politik und da bleiben wir stehen. Das ist nicht das, was ich Ihnen vorschlagen möchte. Das ist auch nicht das, worüber ich sprechen möchte beim nächsten Mal. Ich habe eine völlig andere Strategie und die ist nicht mehr reformistisch. Die bleibt auch nicht mehr bei diesen, die gibt auch konkrete Schritte vor, aber andere. Ja? Ich kann nichts anderes machen, als Sie einladen, dass wir das nächste Mal ansprechen. Denn es wurde ja auch mehrmals darauf hingetippt, wie machen wir das, wie gehen wir weiter. Und ich musste immer wieder sagen, ich kann das jetzt nicht, ich habe jetzt nur über Forschungsergebnisse gesprochen, möchte das nächste Mal über Matriarchatspolitik sprechen. Und dann glaube ich, kriegt vielleicht unsere Diskussion ein bisschen mehr Boden gemeinsam. Ja? Denn ich habe mich jetzt zurückgehalten und nicht über diese Gedanken und diese Visionen gesprochen, auch über die konkreten Schritte. Das habe ich ausgearbeitet in dem weiten Gebiet Matriarchatspolitik. Ich habe mich zurückgehalten, nicht darüber gesprochen. Das nächste Mal möchte ich es gerne tun und bin sehr gespannt auf die Diskussion mit Ihnen und wie sich das vielleicht dann wie sich das dann vielleicht überkreuzen könnte oder wo es sich auch nicht überkreuzt. Also wie es jetzt, soweit wir jetzt sind, ist es für mich nicht so, wie soll ich sagen, so erfüllt oder so wohlfühlend oder so befriedigend. Aber ich hoffe sehr, dass wir das nächste Mal in dem Punkt einige Schritte weiter miteinander kommen. Es würde mich sehr freuen. Ja, vielen Dank. Ja, meine 3 Minuten und Herr Wagner macht sich bereit. Ja, machen wir jetzt eine Schlussrunde oder noch eine neue Runde? Ja, wir hatten doch gesagt, Sie haben jetzt 3 Minuten gehabt und jetzt kriegen wir beide noch 3 Minuten und dann die Schlussrunde, war doch das Plädoyer. Ja, ich dachte, ich war immer die Letzte in der ganzen Runde, die gemacht wird. Nein, Sie sind immer die Erste. Nicht, dass Sie vergessen, das dass Sie am Anfang 25 Minuten geredet haben, wo wir Experten nichts geredet haben. Sie haben also das große Zeitübergewicht heute gehabt, was für uns an sich unüblich ist, aber ist doch okay. Machen wir auch beim nächsten Mal gerne wieder so, aber Sie müssen immer denken, Sie kommen nicht zu kurz, sondern Sie haben 25 Minuten Vorsprung und wir kommen gar nicht, also wir kommen eigentlich zu nichts als Experten. Ja? Also jetzt meine 3 Minuten, ja? Und dann Herr Wagner seine 3 Minuten und dann die Schlussrunde, wenn es so gewünscht ist. Ja, also erst einmal, was ich formuliert habe als die Politik der Next Scientist for Future zur Frauenpolitik, ist genau das Gegenteil von dem, was die CDU will. Ja, also die CDU, das läuft ja hinaus, dass im Moment Frauen, gerade berufstätige Frauen, regelrecht bestraft werden, wenn sie Kinder bekommen und dass quasi über die Kinderlosigkeit der Frauen sie über einen unglücklichen Lebensweg quasi dem Kapital dann von morgens bis abends zur Verfügung stehen, weil sie irgendwann, wenn sie die Zeit des Kinderkriegens vorbei ist, sozusagen voll ausbeutbar oder nutzbar sind für die Konzerne. Aber im Leben unglücklich geworden sind, weil sie irgendwann doch vermissen, dass sie keine Familie haben, nichts, keine Kinder, gar nichts haben und so weiter und nur Geld haben. Ja, das ist ja das, also unser Vorschlag ist genau das Gegenteil und es geht ja auch nur um einen Übergangsweg. Wir wollen ja, der Hauptweg ist in die Hausarzt-Gesundheitskommunen, die in matriarchale Experimente übergehen sollen. Und ich selbst persönlich glaube halt nicht mehr, ich wünsche Herrn Wagner riesigen Erfolg, aber ich beobachte das ja jetzt auch eine ganze Zeit oder auch das Projekt Herr Eckenberger, morgen, heute. Sie kämpfen gerade darum, dass ein zweiter Bewohner kommt und Sie nicht mehr allein in dem Projekt sind. Also das ist doch unglaublich.
unendlich schwierig. Auch sogar Zeck und Tamera sind doch aus meiner Sicht eher scheiternde Projekte als gelingende Projekte, weil dieses kapitalistische System einfach unheimliche Durchschlagskraft hat. Ja? Und von daher muss ich sagen, Grundsatz nochmal, mein Schlussgedanke jetzt für diese Runde. Alle Experten hören, Frau Roussos, nicht diese Ausschließeritis mehr. Denn da geht eine Partei kaputt, wenn man Ausschließeritis macht. Ja, warum bin ich bei Ihrer Partei noch nicht geladen als Experte? Überall lädt man mich als Experte für die Next Scientist for Future. Warum macht das die Parteispitze nicht? Ich habe mit der Parteivorsitzenden Gattin und mit dem Parteivorsitzenden und mit allen gesprochen und gute Gespräche. Aber man denkt nicht im geringsten dran, sich zu öffnen für verschiedene Ansätze. Man würde auch nie Frau Dr. Göttner-Abendroth einladen. Warum nicht? Ja? Und so weiter. Und das heißt, wir müssen uns doch öffnen für diese Vielfalt, eventuell für Frau Meslis Volksentscheid-Wahlprogramm, wo dann die verschiedenen Experten zur Auswahl stehen. Und dann müssen wir konkrete Reformen diskutieren und am Ende müssen die Wähler entscheiden. Und ich habe es ja vorhin gesagt, die Abstimmung war eindeutig. 200-2 für unser Reformkonzept gegenüber dem Parteikonzept von Wir 2020 EU, dem Vorentwurf. Und auf der anderen Seite 64-60 absolut positive Kommentare und ein positiver Kommentar. Also der Testsieger war eindeutig Next Scientist for Future. Herr Wagner, Ihre 3 Minuten. Herr Wagner, Ihre 3 Minuten laufen. Ja, danke schön. Ich meine, mein Mikro braucht immer etwas, bis es sich eingeschaltet hat. Ich sage mal so, ich glaube, wenn wir da gemeinsam so genauer hinschauen, werden wir alle sagen, wir brauchen auch Reformschritte und wir träumen vielleicht vom ganz anderen. Also wenn ich mir mal vorstelle, wir hätten ein System, Mafiasystem um uns herum und die Frauen sind geknechtet, die müssen zu Hause bleiben, die werden nicht angehört, kriegen noch Prügel. Dann ist es eine gute Maßnahme, wenn man sich da einsetzen könnte bei Mafiabossen oder Mitgliedern der Bande und könnte sagen, wir wollen schon mal Schritte, wie dass die Frauen weniger verprügelt werden, dass sie mehr gehört werden, dass sie frei und selbstständig außer Haus gehen können und so weiter. Also jeder wird dann sicherlich sagen, es ist auch gut, wenn Reformschritte gelingen und dadurch kleine Fortschritte, auch vielleicht in einem ganz verkehrten Rahmen, schon möglich werden. Gleichzeitig hoffe ich, dass wir alle davon träumen, die ganz andere Welt zu schaffen. Aber letztendlich ist es dann ein sowohl als auch, sich einsetzen dafür, dass solche Reformschritte allmählich stattfinden können, was ich eben denke, was eindeutig freie Argumentekultur, Wohlfühlstimme und Hausarztkommunen sein könnten, wenn man darüber nachdenkt. Wie gesagt, sonst höre ich gerne was Besseres. Wenn nicht, sollte man das aufnehmen, auch die Parteien in ihre Parteiprogramme und das zum Mittelpunkt machen, der Reformbestrebungen. Und wenn man das ganz andere will, jetzt stellen wir uns wieder vor, um uns herum sind die Mafiabanden. Wenn man zu denen hingehen könnte, könnte sagen, ey, lass doch ein paar Idealisten oder Utopisten da hinten auf dem Bauernhof da. Lass die doch mal vorleben, wie das ganz freie, gleichberechtigte Zusammenleben aller aussehen könnte. Wenn dann der Mafia-Boss sagt, okay, solange ihr nicht kommt und uns stört, könnt ihr schon mal da leben und könnt eure Kommune ausprobieren. Dann ist es besser als nichts und wir können hingehen und können die Kommune da ausprobieren und müssen hoffen, dass sie die anderen immer mehr durch Ausstrahlung überzeugt. Ich glaube nicht, dass wir andere bessere Wege haben. Und deshalb sollten wir die einschlagen, so gut wir können. Und das mache ich und das macht der Herr Eckenberg und das macht die Gela, die in Berlin mit mir da so an solchen Kommuneversuchen mitwirkt. Das machen wir, um einfach zu tun, was geht. Ich glaube, also wenn irgendjemand weiß, wie es besser gehen würde, also bei mir, ich bin immer total begeistert, wenn mir jemand sagen kann, wie ich etwas besser machen kann. Ja, vielen Dank. Ich habe den Konsens jetzt so ungefähr so verstanden, dass jetzt sich alle eine 2-minütige Schlussrunde wünschen, jeder 2 Minuten zum Schluss oder hat jemand einen ganz anderen Vorschlag? Und ist nicht damit einverstanden. Wo ist Widerstand sozusagen? Gegen 2 Minuten zum Schluss für jeden Teilnehmer. Also ich möchte jetzt vorschlagen, dass wir die Runde beenden. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, Frau Dr. Göttner-Abendroth und Herr Heide. Und ich freue mich darauf, wenn wir mal über konkrete Schritte sprechen können, sprich die Matriarchatspolitik. Das ist alles immer so theoretisch. Ich brauche praktische Umsetzungsvorschläge. Dankeschön und schönen Abend noch an alle.
Genau, wir müssen viel praktischer werden. Danke. Nächster bitte. Das waren keine Ja, ich 2 Minuten. Also Sie haben ruhig 2 Minuten Zeit für Ihr Schlussstatement. Gela vielleicht oder wer möchte als nächster? Frau Russos, Ihr Schlussstatement kann ruhig 2 Minuten dauern. Ja, wo fange ich an? Ich bin auch eine absolute Praktikerin. Ich habe jetzt viele, viele Berichte bzw. Einstellungen gehört. Das war für mich wirklich sehr informativ, heute Abend hier dabei sein zu dürfen. Wie gesagt, das ist ein anderes Thema, dass es irgendwie nicht aus der Mail hervorging, was das Thema heute Abend ist. Ich bin aber froh, dass ich so lange Geduld hatte und das Ganze sehr spannend fand. Und eigentlich hätte die Sabine Meyer-Paris hier sitzen sollen an meiner Stelle, meiner Meinung nach. Ich fand es jetzt aber trotzdem spannend, aber ich finde auch, dass wir konkreter werden müssen, viel konkreter. Und wir haben ein Riesenproblem mit den Massen da draußen, dass die nämlich Theorie nicht versteht. Und wir wissen auch alle, warum das so ist. Das ist nicht ein, zwei, drei Jahre Medienvielfalt, die da eine Rolle gespielt haben, sondern das ist jetzt 20, 30 Jahre verblöden die Leute einfach. Und deswegen verstehen die da draußen die Welt auch nicht mehr und glauben auch alles. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich nächste Woche dabei sein könnte. Aber ich glaube, ich habe einen anderen Termin. Ich versuche dann meine Kollegen, Parteifreundinnen hier mitmachen zu lassen. Und fand das jetzt wirklich sehr spannend. Und ich finde das auch absolut wichtig, dass man solche Gespräche führt. Ganz, ganz ehrlich, ich war absolut unvorbereitet auf dieses Gespräch, finde es aber extrem wichtig und ja, freue mich auf die nächste Auseinandersetzung. Ja, Dankeschön. herzlichen Dank. Und ich hoffe auch, dass wir eben mit den Neuparteien wirklich einen Weg zum Matriarchalen finden. Wer möchte als nächster seine 2 Minuten machen? Frau Mesli war drin, Frau Russos, wie wäre es mit Frau Jana? Ja? Ja, also nochmal vielen Dank, Heide, für den Vortrag. Ich freue mich auch schon auf nächste Woche. Hoffe, ich darf da dabei sein. Und was ich mitnehme, im Grunde genommen ist, sozusagen sind die Gemeinsamkeiten, wobei wir halt über die konkrete praktische Umsetzung heute noch nicht reden konnten und meine Ansprache über Strukturen im Grunde genommen da zu verfrüht kam. Ja, da freue ich mich auf nächste Woche. Was bei mir hängen geblieben ist und was ich besonders wichtig auch finde, ist die Herrschaftsfreiheit, ja, diese Strukturen, die egalitäre Gesellschaften ermöglichen, ja, das finde ich total wichtig. Diese Geschichte, dass wer hat, der gibt, ja, also Umverteilung von oben nach unten, was sozusagen auch quasi das Gegenteil ist von dem, was hier an gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Bewegungen im Grunde genommen abgeht. Ja, das Nicht-Hierarchische und das Rätesystem. Und beim Rätesystem sehe ich auf psychologischer Ebene vielleicht eine Verbesserungsmöglichkeit. Und da freue ich mich auf nächste Woche, dann halt konkretere Ansatzpunkte sozusagen. Und genau, da bedanke ich mich ganz herzlich und freue mich auf nächste Woche. Ja, vielen Dank. Und da darf ich Ihnen schon mal ankündigen, wenn Sie dann Fragen zum Rätesystem sprechen, dann gibt es auch wieder dann Kontra geben. Wer will Nächster sein? Wir haben 3 gehabt jetzt. Herr Eckenberger und Gela sind noch und dann noch die Frau Dr. Göttner-Abendroth, Herr Wagner. Wer will als Nächster? Ja, ich kann machen. Ich Ja. danke uns allen. Viel, viel Spaß mit allem. Bis nächste Woche, hoffe ich. Alles Gute. Danke Dylan speziell. Danke Heide. Danke euch. Ja, das war ja sehr kurz. Ja, wer möchte als Nächster? Dankeschön. Also dann bis nächste Woche sowieso. Wer möchte als Nächster? Ja, Augenblick, Gela. Ja? Ja, wir hören dich gleich. Jetzt 2 Sekunden und dann gleich loslegen. Ich schließe mich meinen drei Vorrednerinnen
an, was Sie gesagt haben. Das ist auch das, was mich bewegt hat. Und ja, wie kann man es umsetzen, in die Politik bringen, in den Alltag reinbringen, den matriarchalen Gedanken oder die Richtung? Dann bedanke ich mich auch ganz herzlich bei allen, Frau Göttner Abendroth und Dylan, und verabschiede mich. Grüß euch alle. Ja, herzlichen Dank. Bis nächste Woche dann. Hey, jetzt haben wir noch drei Leute, die noch nichts gesagt haben. Wer möchte? Herr Wagner? Die letzten zwei Minuten? Und dann Frau Dr. Göttner Abendroth oder vielleicht auch ich zuerst, wie Sie wollen. Ja, ich kann schon was sagen. Also nochmal eben von mir aus auch Dankeschön. Ich versuche immer eben, die Dinge nicht so gegeneinander auszuspielen, sondern ein furchtbares Miteinander zu bringen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir sehr wohl auch gucken, was sind konkrete Schritte, wie, was weiß ich, wie kann man den Frauen ein bisschen höhere Gehälter geben oder geringere Arbeitszeiten oder besseren Mütterschutz oder was weiß ich. Alles gut und schön. Aber es ist nicht nur das praktisch, was kleine Schritte im System sind, sondern wir müssen als große Dimension der Praxis auch sehen, dass wir in einer großen Mafiabande sind, wo die Regierung im Namen aller Bürger da ständig diese Unrechtsentscheidungen auch trifft oder dieses Unrechtssystem aufrechterhält. Und wenn ich da mein Ja zu sage oder gehe alle paar Jahre hin, lass meinen Personalausweis verlängern, den Mitgliedsausweis, dann kann man mit Recht sagen, ich bin der Auftraggeber dieses großen Systems und der Verbrechen, die es anrichtet. Das heißt, es ist ein ganz knallharter praktischer Anspruch, falsche Herrschaftsstrukturen und ein falsches System auch abzulehnen und Nein zu sagen und ein anderes System ganz selbst vorzuleben in der eigenen Lebensweise und Gemeinschaft und als Systementwurf. Also am besten alles zusammen sehen, wie es sich gegenseitig befruchten kann und nicht vermeidbar gegeneinander ausspielen und dass wir uns gegenseitig die Bälle zuspielen. Also ich habe schon gesagt, kommt ins Forum, wo wir Dinge gründlicher besprechen können, wo auch schon ganz viel geistiges und revolutionäres Kraftfutter drinsteckt. Und ich kann bis hin zu den konkreten praktischen Lebensmodellen etwas anbieten, was man ausprobieren kann und sehen kann, wie weit wir, also jetzt ich oder der Eckenberger oder die Gela, da versuchen Substanz dann zu leben. Ja, vielen Dank. Frau Dr. Göttner Abendroth, Ihre zwei Minuten. Ja, ich muss sagen, ich hatte ja im Gespräch mit Ihnen, Dylan, das bewusst so gegliedert, dass ich jetzt in dieser ersten Session Forschungsergebnisse vorstelle. Denn die Rede ist ja hier sehr viel vom Matriarchalen. Ja, da muss man aber genau wissen, was das ist. Ja. Ich habe oft genug die Erfahrung gemacht, dass das Wort gebraucht wird und dann werden unsere eigenen patriarchalen Vorstellungen unbewusst da reingegeben. Das ist ja der Grund, warum ich das Matriarchale so gründlich erforsche. Und in dieser Session, so war die Vereinbarung, wurde ich als Forscherin angefragt. Forschung hat immer was mit Theorie zu tun, denn ohne theoretische Konzepte kann man auch keine Forschung machen. Insofern fühlte ich mich etwas überfordert, jetzt auch das Praktische gleich noch. Nein, ich bin davon nicht überfordert, sondern ich habe auf dem Standpunkt bestanden, dass ich jetzt hier in der ersten Session als Forscherin da bin. Das Praktische kommt in der Matriarchatspolitik beim nächsten Mal und ich trenne das, denn wenn man das vermischt, dann führt das auch nicht zu viel. Wie gesagt, die Forschungsseite ist wichtig, denn wenn wir von Matriarchalen reden, ich habe jahrelang damit verbracht, diese Muster genau zu erforschen, wie wir es machen. Denn wir verhaken uns oft in Problemen, die aus unserer Kultur stammen, die unbewusst sind, dann wissen wir nicht, wie wir sie lösen sollen. Das hat mich fasziniert, wie lösen denn diese Gesellschaften das? Das ist der Forschungsaspekt, den ich gerne hier immer gern eingegeben habe, auch gerne weiter eingeben will. Aber der ist natürlich erstmal ein Review oder ein Blick auf diese anderen Gesellschaften. Wie wir das übertragen in unsere Denk- und unsere Vorstellung oder unsere praktischen Möglichkeiten, um das zu verändern, das ist, wie gesagt, das Thema vom nächsten Mal. Und ich habe mich beharrlich geweigert, das zu vermischen und lade Sie herzlich ein zum nächsten Mal, wo es praktisch wird. Wie gesagt, jetzt war ich die Forscherin. Das nächste Mal bin ich vielleicht die, die gerne mit Ihnen über die praktischen Schritte redet, was ist möglich, was ist nicht möglich. Ich würde gerne in den 25 Minuten Ihnen vorstellen, wie die Vision einer neuen matriarchalen Gesellschaft aussieht und erreicht werden kann. Dankeschön. Ja, sehr spannend. Dankeschön. Jetzt meine zwei Minuten. Ja, also noch einmal Hinweis, Frau Gela, ja,
Wir müssen klar verstehen, und wir haben eben bei den Next Scientists for Future ein klares Bild, wie wir weggekommen sind vom Matriarchalen durch den Einfluss des bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus und wie wir auch wieder zurückgehen müssen. Nur müssen wir dann Übergangsstrategien einhalten. Wir können nicht einfach fordern, politisches Konzept, wir machen jetzt von null auf gleich den Start, dass wir alle jetzt sofort alle in matriarchale Clans einziehen. Das macht keiner mit. Weil das Bewusstsein dafür auch noch gar nicht da ist. Dafür müssen die Hausärzte erst einmal werben für matriarchale Wohngemeinschaften und so weiter. Das dauert Monate, bis wir da die ersten Experimente in diese Richtung machen. Und es geht immer um die Frage der richtigen Übergangsstrategie. Und das ist eben der Punkt. Ich glaube, wir wissen jetzt so viel über das Matriarchale, über verschiedene Varianten davon und so weiter. Entscheidend ist doch, was ist der erste Übergangsschritt, der in diese Richtung überhaupt erst einmal die ersten Türen öffnet. Und darum wird es dann nächste Woche gehen, ja. Und noch einmal der Hinweis, der Lobbyismus endet sofort durch die Einführung der Wohlfühlstimme als Teil der Demokratisierungskette. Die gesamte Demokratisierungskette führt dazu, dass wir diese Herrschaft des Kapitals sozusagen quasi beendet wird, nämlich dieses gegen die Menschen arbeiten. Und Frau Russus, ich bin ein Wirtschaftsfreund, das haben Sie ja auch im Gespräch mitgekriegt, aber wir müssen den Konzernen die Anreize setzen, dass sie nur noch Verdienstzuschüsse kriegen, wenn sie uns Menschen Gutes tun, wenn sie unser Wohlfühlen, unsere Gesundheit und unsere Langlebigkeit messbar verbessern und nicht mehr gegen uns Profite machen. Ja, Frau Russos, Sie verstehen mich. Ja? Dann finde ich jetzt nächste Woche geht es munter weiter. Und wie gesagt, ich finde es nicht schlimm, wenn es ein bisschen kontrovers ist. Aber Frau Güttner-Abendroth, Sie müssen immer denken, Sie haben ein Privileg bei uns. Niemand kriegt sonst 25 Minuten. Sie können 25 Minuten am nächsten Montag wieder völlig frei reden. Und wir hören nur zu. Aber wir sind dann natürlich im zeitlichen Nachtreffen immer so ein bisschen. Ich dachte, Sie wollen etwas aus meiner Forschung wissen. Dann muss ich natürlich die erst mal vorstellen können. Das ist ja wohl logisch. Natürlich wollen wir wissen, aber wir wollen das dann auch kontrovers diskutieren. Und das haben wir ja heute das gemacht. Das tun wir, ja. Ja, sind denn alle so zufrieden? Ich fand es eine hochspannende Sitzung und ich schließe mich dem Wunsch eigentlich aller an, dass wir immer praktischer werden müssen. Hoffentlich werden wir am nächsten Montag noch viel praktischer, denn wir müssen über die Übergangsformen reden, von zu, ja? Und nicht träumen von sofort auf gleich wird Deutschland eine matriarchale Kommunenlandschaft. Das macht keiner mit, das wählt auch keiner. Die Leute haben da Angst davor. Niemand hier behauptet. Nee, aber ich sag nur, also das können wir so nicht machen. Wir brauchen schon die Übergangsschritte. Ja? Natürlich brauchen wir die. Ja, also, alle zufrieden? Dann sage ich jetzt, alle nochmal winke, winke vielleicht, dass wir Tschüss sagen. Nächsten Montag um 19 Uhr geht es munter weiter und ich muss unsere Maschine stoppen. Das war's mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Demokratie pur Talkshow, freie Argumente, Plattform. Und heute der Ausblick in eine glücklichere Zukunft und Vergangenheit der Menschheit in Richtung ungefähr des Matriarchalen. Ne? Bis dann. Tschüssi!